Hallo und herzlich willkommen zum Corona-Briefing hier aus der Staatskanzlei in Dresden. Wir sind wieder live bei Facebook und Co. Ich bin Andrea Schafe und moderiere diese Veranstaltung für die Landespressekonferenz. Wir haben heute volles Programm. Wir machen zwei Teile. Im ersten Teil sind hier auf dem Podium Gesundheitsministerin Petra Köpping, der sächsische Krankenhauskoordinator und medizinische Vorstand des Uniklinikums Dresden, Professor Michael Albrecht. Dann wird Wissenschaftsminister Sebastian Gemko das Wort ergreifen und der Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz, Professor Klaus-Dieter Babknecht. Wir beginnen mit Frau Köpping, würden dann die Fragen zu Frau Köpping schon mal eingehen lassen, während Herr Gemko spricht, und dann können noch Fragen zu Herrn Gemko beantwortet werden. Danach gibt es eine kurze Umbaupause und dann kommt der Ministerpräsident zu den Ergebnissen der Bund-Länder-Konferenz. Sie dürfen. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wie jetzt schon zur Gewohnheit geworden, wollen wir zunächst über die aktuelle Lage in Sachsen informieren. Sachsen ist nach wie vor der Hotspot in Deutschland. Das kann ich heute nicht anders berichten als auch die letzten zwei Wochen. Die Inzidenz in Sachsen liegt heute bei 1180 und damit sind wir leider weiter auf Platz 1 bundesweit vor Thüringen, die eine Inzidenz von 993 haben, und Sachsen-Anhalt mit einer Inzidenz von 723. Unter den bundesdeutschen Top 10, wenn man das so bezeichnen möchte, sind weiterhin 5 Landkreise aus Sachsen. 9 Landkreise in Sachsen haben eine Inzidenz von 1000. Um nochmal zu gucken, wir messen immer an 13 Gebietskörperschaften, den 3 kreisfreien Städten und 10 Landkreisen. Und deswegen 9 Landkreise, das ist schon eine enorme Zahl. An der Spitze der Landkreise liegt nach wie vor die Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit einer Inzidenz von 1961 und Mittelsachsen mit 1661 und eben auch der Landkreis Bautzen mit 1514. Wir haben nach wie vor extrem hohe Fallzahlen und deswegen verzögert sich natürlich auch die Fallermittlung und die Dateneingabe in unseren Gesundheitsämtern. Deswegen ist für uns die Datenlage nach wie vor schwierig. Auch wenn man denkt, dass die Inzidenz in den letzten 2 Tagen etwas gesunken ist, kann ich aber noch nicht sagen, dass es eine valide Tendenz ist, wo man sehen kann, dass vielleicht die Zahlen sinken. Insofern gebe ich an dieser Stelle wirklich noch keine Entwarnung. Wir haben auch damit zu tun, dass mittlerweile die Omikron-Variante einen Verdachtsfall, und ich sage ausdrücklich einen Verdachtsfall, der noch nicht bestätigt ist, in Leipzig hat. Mehr wissen wir noch nicht, aber es kann so sein, dass sie eben auch in Sachsen angekommen ist. Betroffene und enge Kontaktpersonen waren aber bei diesem Untersuchen nicht im Ausland gewesen. Und insofern müssen wir noch abwarten, bis die Sequenzierung abgeschlossen ist, was dann tatsächlich das Ergebnis ist. Zur Situation in unseren Krankenhäusern. Deswegen freue ich mich, dass heute Professor Albrecht mit in der Runde sitzt, weil wir gerade mit unseren Krankenhauskoordinatoren, ein System, was wir schon seit vielen Monaten in Sachsen fahren, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Gute Erfahrungen insoweit, dass wir eben genau wissen, wie die Prognosen für die nächste Zeit aussehen. Wie ist der Stand heute? Wir haben heute 2074 Betten auf unseren Normalstationen mit Covid-19-Patienten belegt. Und wir haben heute 609 Betten auf den ITS-Stationen belegt. Also 609 ITS-Betten mit Covid-19-Patienten. Das ist schon ein sehr hoher Wert, das muss man noch mal ganz deutlich sagen. Vielleicht noch mal der Vergleich zu letzter Woche. Da hatten wir 1918 Betten auf den Normalstationen und wir hatten 534 Intensivpatienten, die auf den ITS-Stationen gelegen haben. Daran sehen Sie, dass wir, weiß Gott, heute noch nicht von einer Entwarnung sprechen können und dürfen. Weiterhin ist ein deutlicher Anstieg besonders bei der Belegung unserer ITS, also Intensivbetten, in den nächsten 14 Tagen zu erwarten. Das Cluster Chemnitz, wir haben diese Region in 3 Cluster aufgeteilt, in Chemnitz, Leipzig und Dresden, ist davon besonders betroffen. Ein etabliertes System, was wir eben erwähnt haben mit unseren Krankenhauskoordinatoren, das funktioniert. Und dafür auch an dieser Stelle, Herr Professor Albrecht, für alle Koordinatoren nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Das ist wirklich eine tolle Leistung, die Sie da vollbringen, weil wir für jeden Patienten, der in Sachsen eine Behandlung braucht, immer die beste Variante suchen, dass er eben auch mit seiner Krankheit, und da rede ich nicht nur von Covid-19-Patienten, behandelt werden kann. Trotzdem mussten auch wir planbare Eingriffe, sogenannte elektive Eingriffe, verschieben. Das haben wir dort gemacht, wo aus medizinischer Sicht eine Verschiebung notwendig war oder möglich war oder vertretbar war.
Das sage ich auch nochmal ausdrücklich dazu, weil selbstverständlich Operationen, die dringlichst notwendig sind, nicht verschoben werden. Und trotzdem ist es eine verschiedene Operation, auf die viele Menschen vielleicht schon eine ganze Zeit lang gewartet haben, vielleicht auch Schmerzen haben. Deswegen ist es keine leichte Entscheidung, so eine Entscheidung zu treffen. Wir haben das mit einer Allgemeinverfügung des SMS an unsere Krankenhäuser unterlegt, sodass die Krankenhäuser wissen, dass sie genau vorher abschätzen, wo können wir Operationen verschieben, damit wir wiederum Platz und Möglichkeit haben, Patienten, die dringender eine Behandlung brauchen, dann auch in diese Kapazitäten zu verlegen. Aber auch die Verlegung über das Kleeblattsystem läuft. Das Kleeblattsystem hatte ich erklärt, das sind die Verlegungen, die außerhalb von Sachsen erfolgen, wenn die sächsischen Kapazitäten entweder kurz vor der Überlastung stehen oder eben überlastet sind. Wir haben momentan ca. 22 Patienten, die aus Sachsen in andere Bundesländer verlegt worden sind. Unter anderem eben auch nach Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen oder Bremen. Auch hier mal an dieser Stelle, das kommt auch oft zu kurz, ein ganz herzliches Dankeschön an die anderen Bundesländer, an die Krankenhäuser, an die Mediziner, aber auch an die Politiker, die das möglich machen, weil das natürlich die Garantie ist, dass die Patienten, auch wenn sie in Sachsen verlegt worden sind, trotzdem eine sehr gute medizinische Versorgung erhalten. Auch gestern, das ist in allen Medien gelaufen, haben wir 6 Patienten mit der Luftwaffe nach Köln geflogen. Das ist ein riesiger logistischer Aufwand. Das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Das ist belastend sowohl für diejenigen, die das organisieren müssen, durchführen müssen, aber eben auch vor allem für die Patienten, die davon betroffen sind. Und auch hier nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle Beteiligten. Es werden aber immer noch mehr Patienten neu in die Krankenhäuser aufgenommen, als verlegt werden. Auch das muss man wissen. Das gibt zwar immer eine leichte Entspannung, aber es kommen eben immer noch mehr Patienten an, als wir in andere Bundesländer abverlegen. Aktuell haben wir noch 5 konkrete Patienten ausgewählt für den Transport in andere Bundesländer. Warum sage ich das so? Weil das eben Patienten sind, die vorher sich einer genauen Anamnese unterziehen, damit genau abgeschätzt werden kann, wer transportiert werden kann und wo eine gute Behandlung in anderen Bundesländern erfolgen kann. Die Verlegung erfolgt nach dem Gesundheitszustand und ändert sich natürlich auch, je nachdem, wenn sich eben auch ein Gesundheitszustand ändert. Und deswegen haben wir uns entschlossen, auch heute hier in dieser Runde nochmal einen Aufruf zu starten für unsere Krankenhäuser. In unseren Krankenhäusern sind mittlerweile die Kolleginnen und Kollegen, das medizinische Personal, das Hilfspersonal, aber auch die Stationen, in denen die Corona-Patienten behandelt werden, also die Intensivstationen, wirklich seit sehr, sehr langer Zeit an ihrem Limit. Wenn man so eine lange Zeit eine so angespannte Situation erlebt, dann ist man selber eben oft auch am Ende, wie man so schön sagt. Und deswegen möchten wir unsere Krankenhäuser gerne unterstützen. Wir würden ein Online-Portal schalten, um eine personelle Unterstützung unserer Krankenhäuser zu erreichen. Und zwar ab sofort. Das wird unter dem Slogan sein, Sachsen.de Pflegepool. Wir blenden das dann alles nochmal ein. Das wird veröffentlicht. Wir werden dazu auch Anzeigen schalten. Sie müssen sich das nicht sofort melden. Und das, was wir gemerkt haben, ist, dass wir tatsächlich durch unsere Aufrufe, die wir unter anderem auch für das Ehrenamtspool für die Unterstützung unserer Impfstationen, Impfzentren gemacht haben, dass wir wirklich eine riesige Hilfsbereitschaft in unserer Bevölkerung haben. Dafür auch schon mal an dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Auf unserem Pool, was wir für die Impfstationen haben, haben wir mittlerweile 700 Meldungen von Ärzten, die im Ruhestand sind, von pflegerischem Personal, von medizinischem Personal, die einfach sagen, ich möchte mit anfassen, aber auch von Menschen, die einfach sagen, stellt mich hin, wo ich gebraucht werde und genau an der Stelle werde ich helfen. Und deswegen wollen wir das auch für unsere Kliniken tun, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Stück weit zu entlasten, um sie zu unterstützen, damit sie merken, dass sie nicht nur alleine in der Klinik arbeiten, sondern dass die Bevölkerung hier mittut und hilft. Und deswegen braucht Sachsen an dieser Stelle diese helfenden Hände, so möchte ich das auch nennen. Wir suchen Krankenpfleger und Ärzte, auch im Ruhestand, Medizinstudenten, Helfer für Servicetätigkeiten, Freiwillige zum Beispiel auch für die Administration. Und wir bitten hier die Bevölkerung, dass diejenigen, die sagen, ich möchte gerne mittun, ich möchte gerne unterstützen und helfen, sich auf diesem Portal zu melden. Ich hatte eingangs gesagt, die Unterstützung beim Impfen, die war wirklich sehr, sehr erfolgreich, sodass wir unsere Impfstationen, Impfzentren jetzt sehr schnell hochfahren können, weil wir eben dort direkt in den Regionen Zugriff nehmen können, wer eben aus der Chemnitzer Region kommt, dass er auch in Chemnitzer Region eingesetzt werden kann. Und das haben wir wirklich gesehen, wie groß die Unterstützungsbereitschaft der Bevölkerung ist und deswegen eben das auch für hier. Solidarität und Hilfsbereitschaft, das ist das Gebot der Stunde, damit wir diese notwendige Entlastung für unsere Kolleginnen und Kollegen in unseren Krankenhäusern erreichen.
Diese Anzeigekampagne wird ab morgen erscheinen und sie wird sachsenweit und flächendeckend erscheinen, sodass jeder, der die Möglichkeit und den Wunsch hat, uns zu unterstützen, sich dort auch melden kann. Und er kann sich sowohl in seinem örtlichen Krankenhaus melden, als auch unter der angegebenen Adresse bis hin zum Telefon. Zum Impfen noch ein Wort, das würde ich gerne noch anschließen. Wir haben in Sachsen ca. 60,8% erst geimpft und 58,3% vollständig geimpft. Wir haben mittlerweile 438.043 Personen geboostert in Sachsen. Bei den Boostern der über 60-Jährigen haben wir eine Quote von 21,2%. Auch die sage ich nochmal ganz aktuell, weil uns diese Personengruppe und Menschen mit Vorerkrankungen besonders wichtig sind. Wir deswegen auch bitten, dass Sie vor allen Dingen zu Ihrem Arzt gehen, zu Ihren Hausarztpraxen, weil Menschen mit Vorerkrankungen haben eine Hausarztpraxis, um sich dort boostern zu lassen. Und auch die über 60-Jährigen bitten wir, diese Boostermöglichkeit zu nutzen, auch wenn ich sehr wohl weiß, dass im Moment trotz Anstieg unserer Kapazitäten, trotz Aufwachs der Kapazitäten, es manchmal mit einer Wartezeit verbunden ist. Wir haben aber auch mittlerweile einen Anstieg der Erstimpfung zu verzeichnen. Wir haben 72% der Gesamtimpfung, die ich vorhin genannt habe, sind Boosterimpfungen und der Rest sind eben Erstimpfungen. Das freut uns auch, weil wir zum Vergleich zum Oktober, da hatten wir noch 46.533 Erstimpfungen und jetzt im November haben wir 61.317 Erstimpfungen. Auch das ist uns wichtig, weil doch viele einfach noch abgewartet haben und gesagt haben, wird schon nicht so schlimm werden oder hatten andere Vorbehalte, was das Impfen betrifft, die jetzt zum Impfen kommen. Also auch das ist uns wichtig, dass Menschen die Möglichkeiten nutzen, eine Erstimpfung sich zu holen und in das Impfthema einzusteigen. Hier will ich noch mal grundsätzlich was zum Impfsystem in Sachsen sagen. Der Hauptträger der Impfung ist nach wie vor das Regelsystem unserer niedergelassenen Ärzte, Krankenhäuser und Betriebsärzte. Da darf ich auch noch mal sagen, ich habe heute Vormittag nach allen anderen Schalten noch mal die Möglichkeit genutzt, um mit drei großen Playern in Sachsen persönlich zu sprechen. Einmal mit Volkswagen, einmal mit BMW und einmal auch mit Porsche. Und alle drei haben mir versichert, dass in ihren Unternehmen mit den Betriebsärzten wirklich fleißig geboostert wird. Ich möchte an dieser Stelle mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an unsere Betriebsärzte sagen, die ja sonst auch ganz andere Aufgaben haben, als eben zum Beispiel Boosterimpfung anzuführen. So hat mir VW gesagt, dass sie zwischen 800 und 900 Impfungen pro Woche machen in ihrem Betrieb. Ähnlich sieht es bei BMW aus. Und da glaube ich, da ist ein großes Dankeschön mal angezeigt, weil das oft Einrichtungen sind, die so ganz im Verborgenen arbeiten, die niemand wahrnimmt. Und VW hat auch angeboten, der Stadt Zwickau zum Beispiel zu helfen, um an den Wochenenden vielleicht noch mehr Impfangebote anzubieten. Also dafür nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Wir brauchen eine Allianz des Impfens. Es darf niemanden mehr geben, der sagt, das geht mir nichts an, das ist die Sache der anderen, sondern wir müssen das gemeinsam organisieren und gemeinsam durchführen. Und da gibt es ganz viele gute Beispiele und gute Initiativen mittlerweile in Sachsen. Da freue ich mich sehr. Ein Beispiel vom letzten Wochenende waren unsere Kirchen, die aufgerufen haben. Die Leute konnten im Warmen sitzen, sie konnten sich ihre Boosterimpfung abholen. Sie haben sich dort sehr wohl gefühlt, gut betreut gefühlt. Dafür auch mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Genau das brauchen wir. Ich weiß auch, dass mittlerweile ganz viele Kommunen sich auf den Weg gemacht haben. Zuletzt, und auch das ist eine erfreuliche Nachricht, haben wir 2.497 Arztpraxen, die mitimpfen. Sie sehen, es ist ein toller Aufwuchs. Und an der Stelle trotzdem nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die sich hier bemühen. Und ich kenne Arztpraxen, die leisten momentan wirklich Übermenschliches. Das darf ich auch mal so sagen. Die gönnen sich keine Pause, keine Ruhe, weil sie wissen, wie notwendig und wichtig das ist. Aber wir können noch ein paar mehr gebrauchen. Auch das will ich nochmal in die Runde sagen. Und vielleicht meldet sich die eine oder andere Arztpraxis auch mal bei mir, um mir zu schildern, warum sie noch nicht mitimpfen. Vielleicht können wir helfen, vielleicht können wir unterstützen. Ich habe ja auch von dem Ehrenamtsportal bei der Sächsischen Ärztekammer gesprochen. Und wir sollten alle diese Möglichkeiten nutzen und wollen auch die Arztpraxen gerne mit unterstützen, die vielleicht sagen, ich schaffe das nicht, weil eben in meiner Praxis zum Beispiel ganz, ganz viele ältere Menschen sind, die einfach mehr Zeit brauchen, mehr Betreuungspotenzial brauchen, als vielleicht eine Praxis, wo ich nur junge Leute behandle, wo eine Behandlung einfach schneller geht. Und deswegen auch da biete ich nochmal Hilfe an, dass wir da gemeinsam was auf die Beine stellen und bitte einfach die Arztpraxen, die bisher noch nicht mitimpfen, sich hier einzureihen und mitzutun. Letzte Woche haben wir aber immerhin in unseren Arztpraxen die 100.000er Impfquote, die wir uns selber so ein Stück weit aufgelegt haben mit der Kassenärztlichen Vereinigung, die haben wir überschritten. Wir waren letzte Woche bei 1.000.
138.000 Impfungen und damit haben wir die Zielgröße tatsächlich überschritten. Gestern alleine, am gestrigen Tag, hatten wir 37.700 Impfungen in den Arztpraxen und das ist ehrlich gesagt eine sehr gute Entwicklung. Da freue ich mich sehr drüber und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die hier mittun. Wir haben aber auch auf die verstärkten Nachfragen reagiert. Die Kapazität der mobilen Teams als ergänzendes staatliches Angebot sind jetzt bereits bei 9.000 Impfungen pro Tag. Das ist genau das, was wir zum 1. Dezember auch angekündigt haben. Und auch hier an diese Kolleginnen und Kollegen nochmal ein ganz, ganz herzliches Team, weil das wirklich in kurzer Zeit verdreifacht wurde, das Angebot. Viele gesagt haben, ich bleibe dabei, ich kremple die Ärmel hoch, das ist wichtig, dass wir das tun. Und sich auch manche unschöne Szene, wir haben erst vor kurzem darüber gesprochen, ehrlich gesagt gefallen lassen. Und gestern hatten wir damit 10.882 Impfungen bei den Teams und den staatlichen Impfstellen. Bereits beschlossen haben wir aber auch, dass es weitere Erhöhungen geben muss für unsere staatliche Kapazität. Wir wollen die Kapazitäten hochfahren auf 20.000 Impfungen pro Tag. Das planen wir zum Beispiel auch mit verlängerten Öffnungszeiten. Unser Ziel soll sein, ich sage heute noch kein ganz genaues Datum, weil wir daran arbeiten, von 8 bis 22 Uhr die Impfstellen und Impfzentren zu öffnen, und zwar 7 Tage die Woche. Wir haben mittlerweile 50 Impfangebote in der Fläche, um das nochmal zu dokumentieren, wo man sich also impfen lassen kann. Und das ist auch mir nochmal wichtig, wie passiert denn so eine Freigabe, dass so ein Impfzentrum aufmacht, weil alle immer denken, Frau Köpping sitzt da am Tisch und sagt, na gut, wenn jetzt 10 fehlen, dann nimmst du noch 10 Impfstellen mehr, so ist es nicht. Sondern wir brauchen dort immer die Freigabe durch die Haushalts- und Finanzausschuss. Das heißt, dass wir dort immer beantragen, was wir möchten. Und das, was wir jetzt genehmigt bekommen haben, dafür bin ich auch dem Haushalt- und Finanzausschuss sehr dankbar, das ist eben die Größenordnung, die wir auch im Mai und Juni 2021 hatten. Die Erhöhung kann natürlich nicht von einem Tag auf den anderen erfolgen, sondern sie erfolgt stufenweise. Und dazu gehören, dass wir die drei großen Impfstellen in den drei großen Großstädten Leipzig, Chemnitz und Dresden schrittweise ausbauen, erweitern, vergrößern oder eben auch neue Stationen aufmachen. Das wird Ihnen regional bei Zeiten und gut bekannt gegeben. Und wir haben die Aufstockung der festen Impfstellen noch einmal geplant und genauso bei Bedarf die Erweiterung unserer 30 mobilen Teams. Also das erfolgt alles. Das ist ein riesig logistischer Aufwand. Manch einer denkt, warum machen die das nicht noch schneller? Um das nochmal deutlich zu sagen, das sind über 1.000 Arbeitsverträge, die dort abzuschließen sind. Es geht immer um einzelne Menschen und insofern glaube ich, dass wir tatsächlich mit allen Kapazitäten, die wir haben, an dieser Umsetzung arbeiten. Noch eine erfreuliche Nachricht, wir haben ja alle die etwas unschönen Bilder an unseren Impfteams und Impfstationen gesehen, wo es lange Schlangen gibt. Wir haben also ab Freitag die Freischaltung für die Terminisierung vorgesehen. Das heißt, dass wir ab Montag wieder mit Termin arbeiten, sodass vielleicht der eine oder andere schimpft, dass er nicht sofort einen Termin gibt. Das wird sich auch ergeben. Aber wir haben diese Bilder, dass Menschen bei Regen oder bei Schnee oder bei Sturm im Freien stehen, einfach dann nicht mehr, sondern man kann sich dann auf seinen Impftermin verlassen. Und das war uns auch nochmal ein ganz wichtiges Anliegen. Letztes Wort zum Kinderimpfen. Auch dort wollen wir das in den staatlichen Strukturen möglich machen. Wir haben ca. 220 Kinderärzte in Sachsen. Auch da möchte ich gerne nochmal aufrufen, dass wir das Impfen der Kinder dort, wo es eben gewünscht wird, einfach auch möglich machen. Wir werden in unseren Impfangeboten extra Kinderimpfstrecken machen und wir werden natürlich auch die Haus- und Kinderärzte hier wieder einbinden. Gerade beim Kinderimpfen ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir tatsächlich auch eine gute Beratung der Eltern vornehmen können, damit man sich sicher ist und weiß, dass das eine gute und richtige Entscheidung ist. Und wir haben auch vor, die Kinderkliniken ins Boot zu holen, dass man also dort konkret mit Fachärzten sprechen kann, wenn man dort vielleicht die eine oder andere Frage hat, wenn es um das Impfen von Kindern von 5 bis 11 Jahren geht. Wir haben eine SIKO-Empfehlung, das ist die Sächsische Impfkommission. Die will ich immer nicht verwechselt haben mit der STIKO, weil wir meistens schneller sind als die STIKO, was unsere Empfehlung betrifft. Und da ist zunächst gesagt worden, dass die SIKO-Empfehlung das vor allen Dingen für Kinder empfiehlt, die also Vorerkrankungen haben, aber auch nicht ausschließt, dass wenn Eltern sagen, sie möchten ihre Kinder impfen, weil eben zum Beispiel in der Familie eben auch vulnerable Gruppen sind, dass dieses Angebot auch genutzt werden kann. Es wird also niemand weggeschickt, der sich selber dazu entschieden hat, das Kind impfen zu lassen. Bei den kommunalen Impfangeboten, das ist auch eine Strecke, die wir gerade aufgebaut haben, haben wir, das habe ich ja auch schon mal verkündet, für die kreisfreien Städte ca. 4 Millionen zur Verfügung gestellt, damit zusätzliche Kapazitäten in den Kommunen aufgebaut werden kann.
Für die Landkreise gibt es pro Landkreis ca. 2 Millionen Euro, denn wir brauchen ein ganz breit gefächertes, vielfältiges Angebot, wo man eben auch zum Beispiel die Wochenenden noch viel mehr stärker nutzen kann, als wir das bisher genutzt haben. Und dazu holen wir eben auch die kommunale Ebene uns dabei. Sie können auch über den öffentlichen Gesundheitsdienst impfen. Das ist zum Beispiel eine Frage, die wir miteinander erörtern, gerade wenn es um das Impfen der Kinder geht. Sie wissen, wenn Sie zu einer Vorschuluntersuchung gehen, dann gehen Sie auch zum öffentlichen Gesundheitsdienst und auch dort wird geimpft. Und deswegen wollen wir das auch für das Kinderimpfen mit anbieten, weil eben dort auch Fachexpertinnen und Fachexperten sitzen. Und ich freue mich auch, dass ein erster Landkreis diese Verwaltungsvereinbarung mit uns abgeschlossen hat. Das ist der Landkreis Meißen. Dafür ein ganz, ganz großes Dankeschön. Da sieht man, dass es an allen Ecken und Enden jetzt geguckt wird, wie wir die Impfangebote hochfahren können, wie wir sie wirklich anbieten können für die Bürgerinnen und Bürger, weil die Bereitschaft jetzt auch da ist. Und deswegen freue ich mich, das ist ein tolles Vorbild für alle anderen, die das jetzt auch noch vorhaben. Herzlichen Dank. Herr Albrecht, Sie dürfen. Herzlichen Dank. Ich schließe mich gerne an mit einem Bericht aus der Strecke, die am Ende steht, nämlich die Krankenhäuser, die dann diese Welle mit den Patienten abzuarbeiten haben. Und da kann ich ganz klar sagen, hinter den rund 80 sächsischen Krankenhäusern liegen jetzt harte Wochen. Harte Wochen seit Ende Oktober. Wir haben zum Teil brutal sprunghafte Anstiege in den Patientenzahlen gesehen, von Tag zu Tag. Wir hatten Phasen und sehen die immer noch, wo innerhalb von 10 Tagen sich die Patientenzahl, die Intensivpatientenzahl verdoppelt. Die Ministerin hat die Zahlen für heute Ihnen mitgeteilt. Sie wissen, dass wir jetzt fast seit 2 Jahren, also seit Beginn der Pandemie, ein System hier in Sachsen etabliert haben, was im Übrigen bundesweit einmalig ist. Dem nämlich jeden Tag die tatsächlich in den Krankenhäusern liegenden Patienten erfasst werden. Diese 3 Cluster, diese 3 Koordinatoren, die Patienten verteilen auf die sächsischen Krankenhäuser. Das machen wir seitdem jeden Tag, jede Nacht mit teilweise 180 Anrufen pro Nacht. Und Ziel war die ganze Zeit eben, Fokusherde, da wo viele Patienten schlagartig entstehen, so zu verteilen, dass keines der sächsischen Krankenhäuser in eine Situation kommt, die wir alle noch furchtbar vor Augen hatten, aus der norditalienischen Situation zu Beginn letzten Jahres. Das hat gut funktioniert. Ich glaube, da können wir insgesamt auch stolz sein über die Loyalität der Krankenhäuser hier in Sachsen. Und vor allen Dingen über diese wahnsinnige Arbeitsbereitschaft und auch Loyalität aller unserer Mitarbeiter. Also während wir hier sitzen, kämpfen in den 80 Krankenhäusern eine Reihe von Mitarbeitern, von Ärzten, vor allen Dingen von Pflegekräften, die also wirklich das Ganze jetzt schon 3-mal erlebt haben. Die, und das muss man auch mal klar feststellen, gewisse persönliche Frustrationen jetzt erleiden, weil sie sagen, jetzt habe ich wieder genau die gleiche Situation, die wir letztes Jahr hatten. Da findet dann auch kein Familienleben, keine Vorbereitung auf Weihnachten mehr statt. Die zum Teil auch das Gefühl haben, manches davon wäre vermeidbar gewesen, wenn denn diese immer noch große Mehrheit von Intensivpatienten geimpft gewesen wäre und damit nicht so einen schweren Verlauf gehabt hätte. Und die da vor Ort ihren Mann stehen, zum Teil wirklich in sehr, sehr schweren Arbeitsbedingungen. Das muss, wir beschweren uns schon, wenn wir kurz die Maske tragen müssen. Die stehen in voller Montur mit Schutzschilden und noch viel schwierigeren Maskensituationen am Patienten in warmen, überheizten Intensivstationen. Das muss man sich schon mal ausmalen. Also da gebührt jeden Tag unser aller Respekt dieser Arbeit, die da stattfindet. Und wir haben alle gemeinsam alles zu tun, A, um es zu erleichtern und B, auch ein bisschen dazu beizutragen, dass das nicht aus dem Ruder gerät. Bis heute ist das in Sachsen vermeidbar gewesen, auch wenn wir am Rande der Belastungsgrenze arbeiten, in einigen Häusern schon. Wir schaffen es immer noch, die Verteilung hinzubekommen und wir haben jetzt natürlich auch Entlastung geschaffen, durch die Ausflüge von Patienten. Das haben wir letztes Jahr im Dezember schon organisiert. Da kann ich nur sagen, es funktioniert hervorragend. Ich bitte aber doch jeden, sich mal zu überlegen, wir verlegen
einen Intensivbehandlungsplatz mit jedem einzelnen Patienten. Das ist ein wahnsinniger logistischer Aufwand und ich glaube, jedem ist klar, wir wollen durch den Transport den Patienten nicht zusätzlich gefährden und wir wollen ihm vor allen Dingen damit nicht auch seine Chancen nehmen. Insofern muss man da gut organisieren, das funktioniert, aber es heißt auch, die Kapazität hat bisher in keinster Weise ausgereicht, um den Zuwachs, den wir gleichzeitig jeden Tag bekommen, zu kompensieren. Also wir haben immer noch einen Zuwachs an den Intensivpatienten, wir sind noch entfernt, weit entfernt davon, dass Ausfliegen und Zuwachs sich die Waage hält. Und leider muss man auch sagen, die Welle wandert ja vom Süden, Osten in den Norden. Es ist zu erwarten, dass Nordrhein-Westfalen, dass auch die nördlichen Bundesländer in den kommenden Tagen und Wochen zunehmende Infektionszahlen haben und auch zunehmende Patientenzahlen und damit diese Kapazität eher sinkt, als dass sie ansteigt. Und insofern müssen wir halt auch in erster Linie gucken, wie wir das gemeinsam gehoben kriegen, die Patienten weiterhin vernünftig zu versorgen. Ein Wort noch zu der Situation für die Nicht-Covid-Patienten, weil die kommen dann immer ziemlich zu kurz. Wir tun natürlich alles und ich möchte es auch hier wirklich nochmal betonen, wir machen das unabhängig dann von dem Status geimpft oder geimpft, wenn ungeimpft. Wenn ein Patient auf der Intensivstation liegt, ist ein schwerkranker Patient und der trägt kein Schild geimpft und ungeimpft. Ich sage das bewusst hier, um vorzubeugen irgendwelchen Legenden und Gerüchtsbildungen. Aber wir sollten auch an die denken, die überhaupt nichts mit Corona im Prinzip zu tun haben. Tumorpatienten, Patienten, die Unfälle hatten, Patienten mit Herzinfarkten, Schlaganfällen, Patienten mit schweren, schwierigsten Erkrankungen, die kontinuierliche stationäre Betreuung brauchen. Dafür sind die Krankenhäuser da. Wir haben auch sonst keine leerstehenden Krankenhäuser, die auf Patienten warten, sondern wir versorgen diese Population. Und jetzt leuchtet jedem ein, wenn wir jetzt die Kapazität an Intensivbetten, bei uns im Klinikum ist das jetzt halt im operativen Bereich schon deutlich über die Hälfte, an Corona-Patienten vergeben, dass die anderen dann in irgendeiner Form zurückstehen müssen und dass wir dort Probleme haben, die dann weiterhin vernünftig zu versorgen. Das mag man nun Triage nennen. Ich wehre mich ein bisschen dagegen, weil Triage hat sowas Notfallmäßiges. Wir machen das sehr geordnet, sehr bewusst. Wir machen das individuell für den Patienten, aber es ist vollkommen klar, seit Tagen und Wochen finden in den sächsischen Krankenhäusern Priorisierungen statt. Das heißt, wir entscheiden Patienten individuell, kann die Versorgung auch noch einige Tage später stattfinden, kann die Operation verschoben werden und ähnliche Dinge. Und das ist natürlich bitter, weil auf jeden Fall dadurch die Versorgungsqualität beeinträchtigt wird, auch wenn wir das individuelle Risiko minimieren, soweit das machbar und denkbar ist. Was ist zu erwarten? Wir haben hier auch in Sachsen, gibt es auch sonst nirgends im Bundesgebiet, ein seit eineinhalb Jahren arbeitendes Prognosetool. Das heißt, wir füttern diesen Rechenalgorithmus jeden Tag mit den tatsächlichen Patientenzahlen, mit den Zahlen der Infektionsraten aus den Gesundheitsämtern, aus den Untersuchungsanstalten. Wir betrachten die letzten Tage, wie war die Dynamik des Zuwachses. Dort ist eingespeist, wie viele Prozent, die sich infizieren, kommen hinterher ins Krankenhaus, wie viele davon gehen auf die Intensivstation. Das sind alles Parameter, die sich auch ständig ändern. Und diesen Rechenalgorithmus verwenden wir, um eine Woche, zwei Wochen in die Zukunft zu schauen. Das sind Zahlen, die wir auch frei kommunizieren. Die dienen auch hier der Politik für die Entscheidung. Ich halte das für extrem wichtig, weil wir dann eben nicht darauf warten, bis wir kurz vor der Wand stehen, sondern eine Prognose abgeben können. Und die Prognosen, die sind auch seit Wochen, das muss man ganz klar sagen, so, dass wir da Patientenzahlen zum Beispiel bei den Intensivstationsbelegungen erreichen, die also von den rund 600, die wir jetzt haben, dann in der Größenordnung von 800 liegen. Das heißt, da wissen wir, dass in 14 Tagen der Bedarf von weiteren 150, 180, 200 Intensivbetten im schlimmsten Fall entstehen könnte. Und wenn man das dann natürlich weiß und vorausberechnet, dann hat man auch die Pflicht,
sich zu überlegen, wie kann man denn das dann noch stemmen? Wie können wir verhindern, dass genau das, was wir alle nicht wollen, Mangelversorgung entsteht aufgrund dieser fehlenden Kapazitäten? Und das tun wir mit den Krankenhäusern. Das ist unsere Aufgabe, das zu koordinieren, die Betten zu schaffen, diese Kapazität herauszupressen, muss ich jetzt fast schon sagen, aus den Krankenhäusern. Und das läuft dann natürlich, indem weitere Kapazitätseinschränkungen für den Normalbetrieb stattzufinden haben und wir natürlich auch ständig überlegen, wo gewinnen wir zusätzliche Bettenkapazität, indem wir zum Beispiel Stationen, Häuser, auch Reha-Einrichtungen, die wir da mit einbeziehen, einbinden und mit in die Patientenversorgung nehmen. Also das Fazit ist, wir denken, wir haben alles Erdenkliche getan, um diese Welle einigermaßen abzufedern. Wir sehen auch, das sehen wir jetzt an den Inzidenzen mit einer schwachen Tendenz, dass die Kontakteinschränkungen, das ist ja erstmal das Einzige, was man tun kann, um spätere Patienten noch verhindern zu können, dass die Wirkung zeigen unter Umständen. Es ist zu früh zu sagen, da können wir uns jetzt anfangen zurückzulehnen. Wir haben nach wie vor auch den Druck aufrechtzuerhalten. Ich glaube, der große Effekt findet statt, dass durch dieses Verstehen auch in der Öffentlichkeit jeder Einzelne sich fragt, ob das, was er denn nur ansonsten in seiner Freizeit oder am Wochenende macht, wirklich noch notwendig ist. Wir sehen das an den Auswertungen der Kontakte überhaupt. Und ich glaube, das wird dann seinen Effekt haben. Und wenn die Infektionsrate abnimmt, nimmt die Patientenzahl ab. Das ist eine klare Konsequenz. Und dann hoffe ich, dass wir zu Weihnachten und dann zum Jahreswechsel in eine Situation kommen, wo wir nicht mehr quasi ständig neue Ideen machen müssen oder uns überlegen müssen, wie wir die Situation auch in Zukunft im Griff behalten können. Froh sind wir über die Initiative zum Aufruf um Hilfe. Das hat zwei Effekte. Erstens wird da ein bisschen bekannt, dass die Krankenhäuser nicht irgendwo im Verborgenen ihre Arbeit machen. Die Bevölkerung, dafür sind wir als Krankenhäuser da, ist eingebunden. Man sieht mal auch, wie das da abgeht. Wir sind dankbar um jeden, der da mithelfen kann. Natürlich besonders um Personen, die aus den Heilberufen kommen, egal jetzt ob Pflegekräfte oder an anderer Stelle in Krankenhäusern oder Ärzte. Insofern werden wir sehen und ich hoffe, dass es da eine gute Antwort und Response gibt. Sie können sich zentral an der Plattform anmelden, Sie können sich bei den Krankenhäusern anmelden. Jedes Krankenhaus wird eine Kontaktadresse, die dann immer erreichbar ist, einspielen. Und bitte, wer immer denkt, er kann da was dazu beitragen und auch wirklich mithelfen, der möge sich da melden und wir werden uns dann zurückmelden und dann entsprechend individuell klären, wie ein Einsatz möglich ist. Ich bitte Sie aber auch schon im Vornherein, es wird notwendig sein, genau zu differenzieren. Also wenn dann der eine oder andere nicht gleich am nächsten Tag irgendwo hingehen kann, dann ist das auch eine Frage, die dann vor Ort und im Bedarf und mit dem Bedarf abzustimmen ist. Also insgesamt bleibt auch mir nur übrig, erstens mich bei allen Pflegekräften, bei allen Mitarbeitern, bei allen Ärzten in den Krankenhäusern zu bedanken. Wir bemühen uns, eine Perspektive zu geben und Sicherheit zu geben, auch für die Zukunft. Wir arbeiten auch daran, dass wir nicht im nächsten Herbst in eine ähnliche Situation stolpern, würde ich jetzt mal sagen, weil das trägt mit zu dieser Frustration bei, weil wenn man das dreimal hinter sich gebracht hat, da tritt, das kann jeder nachvollziehen, diese Ermüdung ein. Und ich hoffe, dass wir das hier gemeinsam in der bewährten Art der Zusammenarbeit und des Engagements auch für die Zukunft organisiert bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Gemko. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen herzlichen Dank zunächst für Ihr Interesse und lassen Sie mich meinen Ausführungen vorausschicken, dass die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen in den letzten Monaten und Jahren dieser Pandemie sehr verantwortungsbewusst gehandelt haben. Ich möchte mich ganz ausdrücklich bei den Rektoraten, bei den Fakultätsleitungen, bei den Hochschulgremien bedanken und ein ebenso großer Dank geht an die
Studierenden für die Bereitschaft, die Einschränkungen der letzten Monate und Jahre mitzutragen, aber auch für das vielfältige Engagement, das an so vielen Hochschulen und der Berufsakademie bei uns in Sachsen dazu beigetragen hat, dass Studierende Impfangebote selber geschaffen haben, Testmöglichkeiten aufgebaut haben. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Und wenn wir uns die Impfquote an unseren Einrichtungen anschauen, die in einer Breite von etwa 80 bis 90% der Studierenden liegt, teilweise sogar 92%, wie hier an der Universität in Dresden, und sehen, dass außerdem Hygienekonzepte genutzt werden und dazu das vergleichsweise niedrige Infektionsgeschehen an unseren Hochschulen sehen, dann kann man auch ablesen, dass ein so verantwortungsbewusstes Handeln und insbesondere eine so hohe Impfquote eben doch zu einem Ergebnis führen, das jedenfalls solche verantwortungsbewussten Angebote aufrechterhalten möglich macht, aber letzten Endes natürlich auch ein großer Mehrwert für die gesamte Gesellschaft ist. Wir haben momentan, wenn Sie das interessiert, Infektionsfälle unter den Studierenden in Größenordnung von 92 Studierenden, unter den Hochschulbeschäftigten 126, und wenn man das mal ins Verhältnis setzt zu der Gesamtzahl, dann wird schnell deutlich, welche Auswirkungen eine so hohe Impfquote und verantwortungsbewusstes Handeln hat. Inzwischen haben wir aber eine Situation, in der es nicht mehr allein um die Frage geht, ob die Hochschule und die Berufsakademie an sich als Orte der Begegnung sicher sind. Professor Albrecht hat es gerade eindrücklich ausgeführt. Die derzeitige Situation erfordert, Begegnungen zwischen Menschen zu reduzieren, letzten Endes die Mobilität einzuschränken, denn auch daran kann man deutlich ablesen, welchen Effekt das auf die Verbreiterung des Infektionsgeschehens hat. Hochschulen sind als Teil der Gesamtgesellschaft natürlich dabei von großer Bedeutung. Es sind tausende Studierende und Hochschulmitarbeiter, die trotzdem täglich am Campus zusammenkommen, trotz der ja jetzt schon bestehenden Einschränkungen. Und schon auf dem Weg in die Hochschule oder in die Berufsakademie haben sie natürlich Kontakt in der Gesellschaft und sind jedenfalls dadurch ein potenzielles Risiko in diesen Kontakten. Das heißt, klar ist, nur mit möglichst wenig Mobilität und möglichst wenig Kontakten in der Bevölkerung lässt sich eine Infektionswelle, wie wir sie derzeit erleben, irgendwie brechen. Und Wissenschaftsministerium und die Landesrektorenkonferenz und die Berufsakademie Sachsen haben sich jetzt in den vergangenen Tagen dazu verständigt, weitere Eckpunkte auf den Weg zu bringen, die in den kommenden Monaten die Leitplanken für die Lehre an den Hochschulen und das Geschehen an den Hochschulen sein sollen. Und ich bin froh, dass alle Einrichtungen, das kann ich hier schon sagen, einmal mehr bereit sind, gesamtgesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, sich selber ein Stück weit einzuschränken, trotz dieser ja durchaus positiven Situation vor Ort, aber im Wissen darum, dass es hier um eine gesamtgesellschaftliche Solidarität geht. Und das Papier, das wir dann im Anschluss an diese Pressekonferenz miteinander unterfertigen werden, verfolgt das klare Ziel, Begegnungen zu reduzieren. Es wird also abermals Eingriffe in den Ablauf, im Hochschulalltag, im Alltag der Berufsakademie Sachsen geben. Das Studienangebot wird dabei aufrechterhalten. Auch das ist wichtig, denn auch hier werden Menschen ausgebildet, die uns akut und auch mittelfristig unbedingt im Rahmen des Gesamtsystems zur Verfügung stehen müssen. Und es sind natürlich auch Menschen, die ihre Ausbildung vorantreiben müssen, weil sie perspektivisch ihre Existenz über ihre beruflichen Tätigkeiten sichern wollen. Und so werden wir mit einem weiter reduzierten Anteil an Präsenz da, wo es denn eben noch nötig ist, aber mit einem sehr hohen Anteil wieder an Online-Lehre und an Online-Geschehen in die kommenden Wochen und Monate gehen. Das ist zunächst befristet bis Januar. Und wir hoffen, dass damit die Einrichtungen, die Hochschulen und die Berufsakademien Sachsen ihren Teil dazu beitragen, diese Welle hier ein Stück weit abzumildern und hoffentlich zu brechen. Herr Professor Babknecht wird jetzt die wesentlichen Punkte dieser Leitplanken erläutern, die dann für die kommenden Wochen an unseren Hochschulen und der Berufsakademie in Sachsen gelten sollen. Vielen Dank, Herr Staatsminister Gemko, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Hochschulen in Sachsen, das gilt sowohl für die staatlichen Hochschulen als auch für die staatlich anerkannten Hochschulen, haben von Beginn an der Pandemie sehr schnell und rasch reagiert. Wir sind vor 3 Semestern schon sehr stark in den digitalen Raum gegangen, um eben Kontakte zu reduzieren. Wir haben während des Sommers auch stetig daran gearbeitet, dass wir eine möglichst große Impfquote erreichen, dass wir möglichst viel Testungen vornehmen.
Die Hochschulen haben an vielen ihrer Standorte Impf- und Testzentren unterhalten, um eben so viel wie möglich vorbereitet zu sein. Trotzdem sind wir jetzt in einer Situation, in der wir als verantwortungsvolle Rektorate im Rahmen der Hochschulautonomie sagen, wir müssen noch mehr tun, als wir schon getan haben. Das heißt, wir werden mit der Vorlage des Papiers, was wir heute mit dem Wissenschaftsministerium unterzeichnen, weitere Empfehlungen zur Einschränkung der Kontakte an den Hochschulstandorten herausgeben. Das betrifft insbesondere, dass wir eine starke Ausweitung der digitalen Lehre und damit eine Vermeidung von Gruppenansammlungen bewirken wollen. Es geht darum, eben die größeren Gruppen zu vermeiden, und hierfür werden alle Veranstaltungen, die nicht Lehrveranstaltungen sind, unterlassen und soweit erforderlich mittels digitaler Formate durchgeführt. Wir wissen, Hochschule sind sehr große Einrichtungen mit mehreren tausend Mitgliedern. Da sind Selbstverwaltungsarbeiten zu erledigen. Das heißt, wir werden die Gremiensitzungen in den digitalen Raum verlegen, und die Instrumente liegen eben für die Hochschulen auch gesetzlich vor. Wir werden die Anteile der digitalen Lehrangebote spürbar erhöhen und damit auch größere Gruppen vermeiden. Überall dort, wo es möglich ist und wo es sinnvoll ist, würden wir in den digitalen Lehrraum wieder wechseln. Das hat in den letzten Wintersemestern eine sehr gute Wirkung gezeigt, und wir denken, dass es auch diesmal wieder eine Wirkung entfalten wird. Dort, wo es aufgrund kleinerer Studierendengruppen vertretbar ist und wo es auch notwendig ist, denn wir dürfen nicht vergessen, unsere Universitäten und Hochschulen bilden natürlich auch sehr viel im praktischen Bereich aus. Dort, wo es vertretbar ist, dass kleine Gruppen das auch weiter fortsetzen, werden wir das tun, aber dann auch extrem darauf achten, dass die besonderen Schutzmaßnahmen für die Teilnehmer eingehalten werden und mögliches Gruppenbewegungsszenario vermieden werden kann. Die Einhaltung und Anwendung der 3G und 3G-Plus-Regeln wird bei den notwendigen Präsenzveranstaltungen ganz eindeutig favorisiert und auch kontrolliert. Für Lehrveranstaltungen, zum Beispiel in Praktikumsgruppen und Laborarbeit, die derzeit geltende 3G-Zugangsregelung auf 3G-Plus verstärken, das heißt also geimpft, genesen, getestet, auch für dann die Geimpften und Genesenen, damit eben ungeimpfte, Genesene und Geimpfte in einem Raum sich sicher bewegen können. Wir haben an den Hochschulen die Testzentren in der Regel auch so eingerichtet, dass sie campusnah erfolgen, sodass es dort wenig Reibungsverluste geben kann. Die Hygienekonzepte, die für alle unsere Hochschulen bereits seit mehr als 3 Semestern gelten, werden verstärkt und verschärft, eben um solche Möglichkeiten der Kontrollen auch effektiv und effizient zu machen und darauf wirklich große Sicherheit zu legen, dass, wenn es Begegnungen gibt, die sicher für alle Beteiligten sind. Dazu gehört natürlich auch die durchgängige Maskentragepflicht. Es ist immer noch ein wirksamer Schutz, wenn sich Menschen begegnen, eben vernünftigerweise die Masken zu tragen. Und das ist etwas, was wir als ganz wichtig ansehen, gerade dann, wenn es unumgänglich ist, Präsenzveranstaltungen durchzuführen. Ich kann mich nur den Worten vom Staatsminister anschließen. Ein ganz großer Dank an die Studierenden und an die Beschäftigten an den Hochschulen. Die Studierenden sind nicht nur hinsichtlich des Impfgeschehens mustergültig, sondern sind auch im Verhalten, genauso wie unsere Beschäftigten, mustergültig beim Einhalten der Regeln, die wir aufgestellt haben. Und dafür nochmal ein ganz herzlicher Dank an alle, denn es ist gar nicht so selbstverständlich, gerade für junge Menschen, wenn sie sich in einem solchen Raum bewegen, dann daran zu denken, die Maske korrekt aufzuhaben, daran gedacht zu haben, die 2G-Regeln auch irgendwo präsent zu haben, damit wir das überprüfen können. Das ist etwas, was ich wirklich herausstellen möchte.
Wir haben diese Maßnahmen nicht ad hoc in den letzten 3 Tagen vorbereitet und implementiert, sondern natürlich im engen Austausch mit dem Staatsministerium über die letzten Wochen und Monate. Das war ganz eindeutig ein Riesenvorteil für uns alle, dass wir mit Staatsminister Gemko, aber auch mit Frau Staatssekretärin Franco und den weiteren Mitarbeitern des Ministeriums in einem ständigen Austausch waren in den letzten Wochen und Monaten und wir die Zeit genutzt haben, um zu sagen, was passiert, wenn und was sollten wir dann entwickeln. Deswegen ist es uns auch gelungen, wieder innerhalb von wenigen Tagen ein Konsenspapier zu erstellen, das deutlich Empfehlungen an die Hochschulen herausgeben wird und hinter dem auch alle Hochschulen stehen. Der Anspruch der Hochschulen ist natürlich nicht nur jetzt die Welle zu brechen, sondern dabei auch darauf zu achten, dass die Ausbildung der Studierenden mit einem möglichst hohen Niveau, also auf einem exzellenten Niveau erfolgt und es einen guten Studienabschluss geben kann. Denn wir sind uns, glaube ich, alle bewusst, und das ist ja eben auch schon mehrfach angeklungen, dass wir jetzt die Leute ausbilden, die die nächsten Dinge zu bewältigen haben und die für Wirtschaft, Wissenschaft und eben auch der Gesellschaft ausgesprochen wichtig sind. Das Dokument mit den vereinbarten Eckpunkten wird im Anschluss von den Vorständen der Landesrektorenkonferenz unterschrieben, gemeinsam mit dem Präsidenten der Berufsakademie und Herrn Staatsminister Gemko, und erlangt damit sofortige Gültigkeit und wird bis zum 21. Januar zunächst laufen. Natürlich gucken wir uns immer an, was passiert in der Zwischenzeit, und wir werden auch weiterhin schnell und präzise darauf reagieren, wenn sich eben Gegebenheiten entwickeln, die ein Handeln in weiterer Form erforderlich machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann kommen wir zu den ersten Fragen. Daniel Bornberg für Radio PSR fragt, Frau Köpping, ab wann wird es in Sachsen die Impfangebote für 5- bis 11-jährige Kinder geben? Ja, die SIKO hat es ja freigegeben. Der Impfstoff soll geliefert werden am 15. Dezember. Das ist der Zeitraum, den wir kennen. Und sobald der Impfstoff da ist, wollen wir auch beginnen mit dem Kinderimpfen. Hallo Gries für MDR aktuell fragt, die EMA will die Prüfung von Totimpfstoffen beschleunigen. Haben Sie Hoffnung, dass sich die sächsischen Impfgegner damit überzeugen, abholen lassen? Naja, also jeder neue Impfstoff hat auch neue Fans, wie man so sagen darf. Und insofern gibt es durchaus auch Leute, die mich anfragen, wann die Totimpfstoffe kommen. Und wenn das für Sie eine Möglichkeit ist, dann zu sagen, ich lasse mich impfen, dann ist das eine gute Möglichkeit. Wobei ich immer sage, man sollte nicht abwarten, sondern man sollte auch die guten Impfstoffe, die es schon gibt, nutzen. Aber wenn das eine Lösung für den einen oder anderen, der sich noch nicht hat impfen lassen, ist, dann hoffen wir, dass er schnell kommt. Andreas Debski für die Leipziger Volkszeitung fragt, aus Thüringen wird eine große Ablehnung des Moderna-Impfstoffs gemeldet. Impfwillige wollen BioNTech. Können Sie etwas zu der Situation in Sachsen sagen? Also da haben wir keine Information, dass der Impfstoff Moderna sehr stark abgelehnt wird. Ich finde, dass da unsere Ärzte einen wirklich sehr, sehr guten Job machen, weil sie ganz klar erklären, dass das ein gleichwertiger, genauso hochwertiger Impfstoff ist wie eben BioNTech, dass man ein Stück unterscheidet. Moderna wird ab 30 Jahre eingesetzt, und insofern haben wir für die unter 30-jährigen BioNTech, aber von der Wertigkeit her sind die gleich. Und das bestätigen uns auch die Arztpraxen. Es gibt die eine oder andere Nachfrage, aber keine größere Ablehnung. Vielen Dank. Dann habe ich noch eine Frage. Das Prognosetool, was Sie ja schon benutzen, was Herr Albrecht ja auch gerade angesprochen hat, als wichtiges Instrument für Sie, um Entscheidungen zu treffen. Gibt es einen Grund dafür, warum das nicht öffentlich ist? Also wir veröffentlichen ja immer wieder die Zahlen unserer Belegung mit den Krankenhausbetten. Und Professor Albrecht hat es ja gesagt, es gibt ja einen direkten Zusammenhang zwischen den Inzidenzen und dem Prognosetool, wo man wirklich, ich möchte sagen, fast taggenau können Sie das berechnen, wie dann tatsächlich 14 Tage in Zukunft die Belegung ist. Insofern haben wir unsere tagfertigen Belegungen. Da gibt es eigentlich aus meiner Sicht keinen Nachholbedarf, aber wenn das gewünscht wird, muss ich jetzt mal gucken, ob wir das veröffentlichen können. Ich weiß nicht, wem das nützen soll, ich muss es mal so rum sagen. Es ist ja für unsere politischen Entscheidungen wichtig. Professor Albrecht, bitte. Ja, das ist nichts Geheimes. Also nee, wir publizieren das auch, wann immer gefragt wird. Aber man muss mal klar sagen, das ist ein Wissenschaftsinstrument, ja,
Da braucht man eine Erklärung und eine Interpretation dazu und nicht einfach eine Zahl, weil das ist auch wichtig, damit man das versteht. Das wird ja jeden Tag neu berechnet. Also die Prognose ist nicht so, wir sagen, heute in 14 Tagen ist die Zahl dann so und so hoch und dann warten wir 14 Tage ab, sondern wir machen morgen wieder eine Prognose für in 14 Tagen und dann schwankt das immer. Und das genau zu verstehen und zu interpretieren, muss man da schon tiefer einsteigen. Also es ist jetzt nicht einfach so eine harte Zahl, die man immer einfach so in den Raum stellen kann. Ja, das, vielen Dank nochmal auch für die Begründung. Aber uns ist es ja wichtig, dass wir für unsere prognostischen Handlungen einfach aussagefähig sind. Und deswegen, wir veröffentlichen die Zahlen, die wir tagtäglich haben. Was die Belegung der Betten betrifft, was die freien Bettenkapazitäten betrifft, auch in die unterschiedlichen Regionen differenziert. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Indiz ist, wie sich die Entwicklung vollzieht. Und das andere, Professor Albrecht hat es gesagt, ist für unsere politischen Entscheidungen wichtig, damit wir wissen, wie wir für die nächste Zeit herangehen können. Und diesen Vorlauf haben ganz wenige Bundesländer. Vielen Dank. Dann Thomas Staudt für die Morgenpost an Herrn Professor Barbknecht. Wie viele Lehrveranstaltungen werden ab sofort noch in Präsenz stattfinden? In Prozent, können Sie das sagen? Das lässt sich so naturgemäß nicht sagen, weil die Anzahl der Lehrveranstaltungen, die pro Universität ja Hunderte sind, sind ganz unterschiedlich. Es sind große Lehrveranstaltungen, die 100 oder mehr Teilnehmer haben. Die werden so gut wie alle in den digitalen Raum gehen. Es gibt Lehrveranstaltungen zum Beispiel an Musik- und Kunsthochschulen, aber auch an technischen Hochschulen, die mit ganz wenigen Teilnehmern in der Gruppe arbeiten. Die werden nicht in dieser großen Anzahl den Präsenzbereich verlieren, sondern noch stattfinden. Also es bringt nichts zu sagen, 98% gehen jetzt digital von der Anzahl der Lehrveranstaltungen, sondern die Anzahl der Studierenden, die betroffen sein werden davon, dass es Präsenz ist, da kann man davon ausgehen, dass das weit mehr als die Hälfte sein werden in Gesamtsachsen. Vielen Dank. Vielleicht kann ich kurz ergänzen. Ich habe hier zur Hand mal überblicksartig jedenfalls die Universitäten zum Prozentsatz der digitalen Lehre Status Quo. Da haben wir an der TU in Chemnitz zurzeit ca. 60% jetzt schon digitale Formate, an der TU Dresden 50 bis 55% und an der Universität Leipzig etwa 40%. Das heißt, es ist jetzt schon zu einem hohen Maß im digitalen Bereich und nach dieser Vereinbarung wird sich diese Quote noch signifikant erhöhen. Vielen Dank. Alexander Moritz für den Deutschlandfunk fragt Frau Köpping. Der Görlitzer Landrat Lange hat heute gesagt, er würde mit dem Lockdown gern noch warten. Was halten Sie von solchen Äußerungen? Spüren Sie auch wie der MP Rückhalt für Verschärfung? Also ich glaube, dass die Zustimmung für die Maßnahmen, die wir treffen, gewachsen ist, weil die Menschen durchaus sehen, welche Inzidenzentwicklung wir genommen haben. Ehrlich gesagt, auch im Umfeld, wenn jeder arbeiten geht oder in den Schulen oder Kitas, wie viele Kolleginnen und Kollegen ausfallen, wie viele Kinder in Quarantäne geschickt werden oder als Kontaktpersonen nicht teilnehmen können. Und insofern ist es für jeden, ehrlich gesagt, sichtbar, was jetzt gerade passiert. Ich bin jetzt auch gespannt auf die Festlegung der Ministerpräsidentenkonferenz. Ich kann jetzt dazu nichts sagen, weil wir ja hier sitzen. Ich habe also keinen genauen Überblick, was wirklich beschlossen wurde. Wir hatten viel Zuarbeiten gemacht, dass wir eben vor allen Dingen in Sachsen eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir jetzt schon haben, beibehalten können. Das ist eine der Dinge und wo es notwendig ist, weil die Inzidenzen eben besonders hoch sind, dass man dort auch nochmal nachschärfen kann. Wir haben ja jetzt die Instrumente 2G+, wir haben Instrumente auch für eine Erschließung von Objekten in bestimmten Bereichen, das heißt dann nicht flächendeckend. Also insofern bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und ich kann nur feststellen, dass die Zustimmung, dass wir wirklich handeln, wächst. Beate Dietze für den MDR fragt, wie sieht es aus mit dem Aufbau zusätzlicher Intensivbettenkapazitäten? Wie soll das zusätzliche Personal gewonnen werden? Also im Moment, das leuchtet jedem ein, gibt es kein zusätzliches Intensivpersonal. Wir haben ja eins zur Verfügung. Im Übrigen gab es die Diskussion über mangelnde Kapazitäten da schon lange vor Corona. Da ist jetzt die Situation verschärfend dazugekommen. Also es gibt zwei Notwendigkeiten. Erstens mal ein langfristiges Konzept,
wie baut man mehr Intensivpflegepersonal in erster Linie auf. Das hat was zu tun mit Ausbildung, das hat was zu tun mit der Attraktivität dieses Berufes. Und zum anderen in der akuten Situation, wie schaffen wir es aus dem vorhandenen Pool, und das sind einmal die Intensivpflegekräfte, da jetzt aber in erster Linie welche, die sonst normal nicht auf einer Intensivstation arbeiten, wie schaffen wir das, neue oder umzuverteilen und zu generieren. Das machen wir im Moment jeden Tag, indem wir eben Stationen schließen. Wir können zum Beispiel Anästhesiepersonal aus den Operationssälen auf eine Intensivstation abgeben, weil da gibt es Ähnlichkeiten in der Ausbildung, in der Tätigkeit, die können da sehr gut mit einsteigen. Bedeutet aber eben auch, sie können während der gleichen Zeit den OP-Saal nicht mehr betreiben. Also wir sind im Moment gezwungen, umzuverteilen, und eine Neurekrutierung, die müssen wir mittel- und langfristig jetzt massiv verfolgen und aufbauen. Vielen Dank. Kai Kollenberg für die Leipziger Volkszeitung fragt, wie viele Hilfskräfte für die Kliniken werden denn benötigt? Er spricht auf Ihre Kampagne für die Freiwilligen an, die Sie heute angekündigt haben. Wie viele Ärzte, Pflegekräfte, Helfer wollen Sie über das neue Portal akquirieren? Also ehrlicherweise wissen wir ja noch nicht genau, wie das Echo aussehen wird. Wir sind aber ein bisschen ermutigt, einmal aus der Impfaktion heraus, zum anderen kennen wir lokale Aktionen, zum Beispiel aus dem Görlitzer Raum, dem Klinikum, wo Aufrufe in der örtlichen Zeitung dazu geführt haben, dass bis zu 30 Pflegekräfte, die man eigentlich gar nicht mehr kannte oder die man gar nicht angesprochen hätte, also Berufsaussteiger, Ausgestiegene, im Ruhestand befindliche, gefunden und gewonnen hat, die dann kommen und sagen, da helfe ich jetzt aus und mache nochmal mit. Also wir sind selber gespannt, wie viele sich da wirklich melden, und natürlich werden wir dann versuchen, die so schnell wie möglich und unbürokratisch wie möglich dann an die Orte zu bringen, wo sie eingesetzt werden. Das wird dann natürlich regional sein, weil die kommen aus der Region. Hilfskräfte per se, also helfende Hände, die in Hilfstätigkeiten, in der Administration, in anderen Dingen arbeiten, wird es vermutlich mehr geben. Da werden wir dann sehen, was da ist, was sich meldet, und werden die dann entsprechend in den Kliniken auch einbauen und einplanen. Ja, der Gedanke war auch, weil uns natürlich eine ganze Reihe von Bürgern auch anschreiben, anfragen, wie können wir unterstützen, wie können wir helfen, und eine Einzelanfrage ist immer schwierig zu behandeln, weil man dann wirklich Einzelgespräche zur Vermittlung durchführt, und deswegen ist es wichtig, dass wir so ein Portal haben, wo wir das zentral einsammeln. Und es geht auch um die Entlastung der Hilfskräfte, der Pflegekräfte, der Ärzte, die jetzt im Einsatz sind, weil die einfach keinerlei Ruhepause haben. Das ist so ein Punkt, wo wir auch gesagt haben, dort kann man ein Stück weit unterstützen. Und wir sind wirklich sehr gespannt. Und wir waren absolut positiv überrascht, als wir den Aufruf gestartet haben für die Helfer, für die Impfzentren. Wie viele sich dort gemeldet haben, sprach von 700. Was wirklich auch viel Fachpersonal ist, Ärzte, Ärztinnen, Krankenschwestern mit Ausbildung, Leute, die eine Impfberechtigung haben. Also es war wirklich ein tolles Signal. Deswegen haben wir gesagt, lasst das für unsere Krankenhäuser auch machen. Wir wollen damit auch signalisieren für das Personal, was eben bereits da arbeitet und wirklich teilweise schwer an der Überlastung ist, dass wir das sehen und dass wir dort unterstützen wollen. Und die Solidarität in Sachsen, wir haben ja ganz viel auch über wenig Menschen, die sich impfen lassen und so weiter gesprochen, aber die Solidarität in Sachsen, die ist eben auch da. Und insofern hoffen wir da, dass wir wirklich viel Unterstützung bekommen, damit unser medizinisches Personal auch ein Stück weit entlastet wird. Vielen Dank. Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Barbknecht oder Herrn Gebko zu 3G und 3G Plus an den Universitäten. Wer soll denn das kontrollieren und was spricht für Sie gegen 2G? Gegen 2G spricht aus der Sicht eigentlich nichts, außer dass es auch einen Anspruch auf Bildung gibt und der eventuell auch durchgestritten werden würde, wenn wir auf 2G gehen. Wir haben einen sehr, sehr hohen Impfstatus in unseren Gruppen. Wir testen sehr viel mehr, als an anderen Stellen getestet wird. Das sind zum einen die verpflichtenden Tests, die gebraucht werden über ein Testzentrum. Bei bestimmten Gruppen gehen wir noch ein Stück weiter und testen dann nochmals in den Veranstaltungen bzw. unmittelbar vor den Veranstaltungen. Das wird durch die Hochschulen in der Regel selbst organisiert.
Und damit können wir meiner Ansicht nach sehr gut sicherstellen, dass wir einen ziemlich gefahrlosen Raum darstellen in diesen jeweiligen Arbeitsgruppen. Gleichzeitig achten wir natürlich auch darauf, dass es entsprechende Abstandsregelungen gibt, Abstand, Masken und ziemlich intensives Testen. Das sind die Dinge, auf die wir im Moment setzen bei einer fast vollständig durchgeimpften Gruppe der Studierenden. Vielen Dank. Ich kann keine weiteren Fragen an Ihnen, an Sie erkennen. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und wir würden kurz umbauen und dann geht es weiter mit Teil 2 und dem Ministerpräsidenten. Herzlich willkommen zurück, jetzt mit dem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, der etwas sagen wird zu den Ergebnissen der Videoschaltkonferenz mit der geschäftsführenden Bundeskanzlerin und den anderen Regierungschefinnen und Chefs. Vielen Dank. Sie dürfen. Vielen Dank. Ja, in der Tat eine Sitzung, die jetzt einen auch neuen und klaren Korridor gebracht hat, der Pandemiebekämpfung über die Bundesländer hinweg, also für Gesamtdeutschland. Die neue Zahl, die man sich merken muss, eine Inzidenz von 350, ab der viele Maßnahmen in Zukunft greifen sollen. Das ist notwendig. Wir wissen, dass bei einer Inzidenz von 400, 450 über einen längeren Zeitraum die Intensivkapazitäten in der Bundesrepublik Deutschland voll ausgelastet sind. Und deswegen muss man, wenn man in diesem Winter gut durchkommen will, bis Ostern, versuchen, unter dieser Zahl zu bleiben, dauerhaft zu bleiben. Und es ist natürlich für viele Bundesländer, die eine sehr, sehr niedrige Inzidenz haben, die diese Entwicklung noch nicht so spüren wie wir hier in Sachsen, auch schwierig, schwierige Maßnahmen mitzutreffen. Deswegen ist diese 350 eine wichtige Zahl. Wichtig ist, denke ich, auch das gemeinsame Verständnis. Und der gemeinsame Ruf in die Bevölkerung hinein, alle Veranstaltungen, die nicht unbedingt sein müssen, sollten unterbleiben. Wir müssen uns auf ein Prinzip miteinander verständigen, dass Kontakte dann möglich sind, wenn die Menschen geimpft sind. Und sie sind dann auch im weitestgehend gefahrlos, wenn wir alle miteinander die Auffrischungsimpfung hatten und damit der volle Impfschutz gewährleistet ist. Wo das nicht der Fall ist, müssen wir uns darauf verständigen, dass ein Haushalt und zwei weitere Personen die Größenordnung ist, auf die wir uns verständigen. Und das gilt eben auch dann, wenn zu einer Veranstaltung oder zu einem Treffen von ausschließlich Geimpft oder Genesenen auch nur eine Person hinzutritt, für die das nicht gilt. Dann muss die Zahl der Menschen, die zusammenkommen, deutlich reduziert werden. Der eine oder andere, der die Veranstaltungen der letzten Wochen verfolgt hat, die die Staatsregierung hier organisiert hat im Vorfeld unserer Corona-Schutzverordnung, wird diese Erkenntnis, die aus der Mobilitätsforschung kommt, gut nachvollziehen können. Das Problem ist nicht, dass einzelne Menschen sich treffen, sondern dass es immer größere Gruppen sind. Und so war es auch beim Thema Sportgroßveranstaltungen. Viele Bundesländer, Bayern, Baden-Württemberg, haben mit uns, auch Rheinland-Pfalz, das gleiche Verständnis, dass Fußballstadien mit Fans in diese Zeit nicht passen. Dass es nicht gelungen ist, das jetzt komplett durchzusetzen, ist schade. Wir haben uns auf eine Größenordnung von maximal 15.000 Fans verständigt. Das hat für den Freistaat Sachsen keine Relevanz, weil wir Fußballspiele und auch andere Sportveranstaltungen ausschließlich ermöglichen werden, außerhalb von Fanbeteiligung. Das ist auch in der Situation, die Sachsen ist, absolut notwendig. Es wäre, glaube ich, besser gewesen, auch um eine Fairness zu erreichen und auch einen gewissen Frieden und auch da die Botschaft klar zu senden ins Land hinein. Der Sport ist Vorbild und gerade auch die Bundesliga, auf die ja viele schauen, wenn das über ganz Deutschland gleich gehandhabt worden wäre. Wir haben uns verständigt zum Thema Silvester, da ist es so, die Regelung wie im vergangenen Jahr, Ansammlungen von Menschen
sollen nach Möglichkeit vermieden werden. Die kommunale Ebene ist gefordert, dort auch die Dinge so zu organisieren, dass es nicht zu großen Gruppen, Menschengruppen kommt. Und der Bundesinnenminister soll ein Verkaufsverbot erlassen. Das liegt in seiner Zuständigkeit über die Sprengstoffverordnung, sodass auch hier in diesem Jahr keine Feuerwerkskörper verkauft werden sollen. Um die Belastung der Krankenhäuser, die jetzt schon am oberen Limit arbeiten, nicht durch zusätzliche Fälle von Unfällen zu belasten, wie das in allen Jahren bisher immer der Fall war. Und wir haben im letzten Jahr ja gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir dieses Ganze untersagt haben. Wir haben intensiv gesprochen über die Frage, wie das neue Infektionsschutzgesetz aussehen soll und haben uns darauf verständigt, dass die Länder einen umfangreichen Instrumentenkasten brauchen, um diese Pandemie zu bewältigen. Alle sehen, wie der Freistaat Sachsen hier beherzt agiert, wie auch andere Bundesländer unserem Beispiel folgen, wie auch die Länder, die jetzt noch eine niedrige Inzidenz haben, sorgenvoll sind, ob der Entwicklung in ihrem Bundesland. Und deswegen wird bereits heute Abend die Arbeit beginnen in den Koalitionsfraktionen und auch mit der CDU-CSU-Bundestagsfraktion über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, was zügig auf den Weg gebracht werden soll. Wir werden kommende Woche Dienstag im sächsischen Kabinett über die weitere Entwicklung beraten können. Eine richtige Entscheidung können wir natürlich erst dann treffen, wenn klar ist, was die Inhalte des neuen Infektionsschutzgesetzes sein werden. Man kann sich aus meiner Sicht darauf einstellen, dass die Bedingungen, die Kriterien, die wir uns derzeit gegeben haben, auf jeden Fall für die folgenden Wochen aufrechterhalten werden müssen. Die Entwicklung ist nicht so, dass wir eine deutliche Entspannung sehen. Die Krankenhäuser arbeiten in größter Volllast. Es ist beeindruckend zu sehen und auch beängstigend, wie Flugzeuge Patienten aus Dresden in andere Regionen Deutschlands bringen. Es ist eine Stärke der Bundesrepublik Deutschland, dass sie so etwas tun kann, dass wir diese Kraft haben. Wir sind dankbar für diese Solidarität, aber wir wissen auch, dass sie nicht dauerhaft sein kann, weil auch die Situation sich in anderen Bundesländern verschärfen wird. Wir müssen deutlich nach unten kommen. Die Berichte über die Gesundheitsämter hier im Freistaat Sachsen, die es nicht mehr schaffen, verlässlich Kontakte zu ermitteln, Quarantäne durchzusetzen, in einem engen Kontakt zu sein mit den Menschen, die in Absonderung sind, zeigt, dass die Zahlen zu hoch sind. Und es gibt jetzt viele Sekundäreffekte. Tests werden knapp, die Testergebnisse bei den PCR-Tests dauern länger als 48 Stunden. Und damit merkt man, auf einem so hohen Niveau ist das Ganze nicht zu gewährleisten. Wir haben heute über 11.000 Fälle. Das ist mindestens das Zehnfache zu viel in einer Größenordnung, die dann wieder beherrschbar ist. Also im Freistaat Sachsen gilt eine mittlere dreistellige Zahl von Infektionen ist eine Größenordnung, die von den Gesundheitsämtern beherrschbar ist für das gesamte Land. Also 500, 600 Fälle, heute 11.000. Das zeigt die Herausforderung, vor der wir stehen, der Weg, den wir noch vor uns haben. Die Inzidenz von 350 zeigt ebenfalls den Weg, den viele Landkreise noch vor uns haben. Und deswegen sind wir alle nach wie vor gefordert, eigentlich noch mehr als vorher, jetzt diszipliniert zu sein und gemeinsam daran zu arbeiten, durch unser eigenes Verhalten, durch die Kontaktreduzierung dafür zu sorgen, dass die Situation schnell wieder so wird, dass wir Dinge ermöglichen können, dass diejenigen, die derzeit geschlossen haben, wieder an die Arbeit gehen können. Es hat sich bei dieser Ministerpräsidentenkonferenz sehr deutlich gezeigt, dass für die kommenden Monate 2G das Instrument sein wird, auf das sich Deutschland einrichten wird.
was die Bundesländer mit einer niedrigen Inzidenz jetzt auch einführen. Sachsen war hier Vorreiter und ich denke, dass sich viele auch im Freistaat Sachsen darauf freuen und darauf hoffen, beispielsweise die Kultur, mit der wir gestern Abend gesprochen haben, wenn sie die Chance bekommen, auch unter diesen Bedingungen wieder zu öffnen. Die Gespräche gestern Abend haben auf der einen Seite einen beeindruckenden, klaren Blick der Intendantinnen und Intendanten und der Träger der Kultur im Freistaat Sachsen offenbart. Auf der anderen Seite aus meiner Sicht auch emotional extrem schwierig in die Augen auch der freien Theaterintendanten zu sehen, die natürlich mit großen Sorgen auch wirtschaftlich das sehen. Diese Frauen und Männer sind aber bereit, Verantwortung zu übernehmen, haben für sich verstanden und mit uns gemeinsam besprochen, dass bis auf jeden Fall 9. Januar die Einrichtungen beschlossen bleiben. Und wir alle müssen dafür arbeiten, dass sie danach die Chance haben, auch mit 2G wieder zu öffnen. Das sind wir diesen Leuten schuldig. Und noch mehr sind wir es den Heldinnen und Helden dieser Tage schuldig, den Schwestern und Pflegern, den Ärztinnen und Ärzten in den Krankenhäusern, die über das Maß, was man erwarten kann, hinaus derzeit in der Patientenversorgung aktiv sind, wissend, dass die nächsten 5 bis 10 Tage extrem anstrengend werden und die im Grunde genommen nur diese eine Hoffnung haben, dass nach der Spitze, die wir in 5 bis 10 Tagen erreichen, danach eine leichte Entspannung erfolgt. Dafür arbeiten wir hier. Vielen Dank. Tino Moritz von der Freien Presse fragt, vereinbart wurden Kontaktbeschränkungen für Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, nämlich ein Haushalt darf 2 Personen treffen, ohne bis 13-Jährige. Darf wird Sachsen bei ein Haushalt und eine Person ohne bis 15-Jährige bleiben? Ja, das werden wir in der Staatsregierung nächste Woche besprechen. Ich denke, dass die besondere Situation im Freistaat Sachsen auch eine solche weitere Regelung rechtfertigt. Wir sind nicht in der Situation, jetzt Dinge leichter zu machen, sondern im Gegenteil, die Diskussion, und so habe ich auch die Stimmung in der Bevölkerung wahrgenommen, in der Wirtschaft, im Handwerk, gestern mit den Theaterintendanten, dass man eigentlich eher darüber spricht, ob man durch eine noch restriktivere Art des Vorgehens den Prozess der Beruhigung dieser pandemischen Welle hier in Sachsen noch beschleunigen kann. Aber genau werden wir nächste Woche das sehen. Jörg Schurig für die dpa fragt, ist für Sie nach der heutigen Runde das Glas nun halb voll oder halb leer? Schwingt Enttäuschung mit, dass es nicht zu härteren Einschnitten kommt? Ja, entscheidend ist, dass wir die Instrumente behalten, um diese Arbeit leisten zu können. Und das wird jetzt in den nächsten Stunden und Tagen mit dem Bundestag zu besprechen sein. Ich hatte das Gefühl, dass die Kollegen, die heute an dieser Veranstaltung teilgenommen haben, alle die Situation einschätzen, so wie wir, alle bereit sind, auch diese Instrumente zur Verfügung zu stellen. Aber die Koalition in Berlin besteht eben auch aus anderen Partnern und dort scheinen die Probleme zu liegen. Und wir alle haben ja die Diskussion auch verfolgt von dem Ende der pandemischen Lage und auf keinen Fall Ausgangsbeschränkung und auf keinen Fall Lockdown ist in der Zwischenzeit sehr, sehr viel geworden. Es ist notwendig gewesen, in dieser Ampelkoalition dazu Hilfsinstrumente zu nehmen, wie diese Übergangsfrist bis zum 15. Dezember. Und man spürt auch jetzt die Suche nach Instrumenten, um innerhalb dieser Koalition die Sache zu befrieden und mehrheitsfähig zu bekommen, also diesen 15. Dezember noch einmal weiter zu verlängern und Ähnliches. Uns geht es nicht so sehr um Begriffe. Uns geht es darum, handlungsfähig sein zu können. Das war heute zu sehen. Auch die Bereitschaft im Bereich der Wirtschaftshilfen weiter im Gespräch zu sein, die Vorschläge, die Länder haben, aufzunehmen, darüber zu sprechen, Lösungen zu finden, das war durchaus positiv. Uta Deko für den MDR fragt,
Die Regelungen, die Sachsen aktuell hat, können dann über den 12.12. verlängert werden, beziehungsweise werden dann fortgelten können. Ja, also das ist deutlich geworden, dass diese Notwendigkeit besteht. Und der Vizekanzler hat das auch zugesagt, dass er auch persönlich dafür eintreten wird, dass wir diese Regelungen aufrechterhalten können. Das wäre ja auch ein wirklich Riesenschaden und von niemandem nachzuvollziehen, dass bei einer so dramatischen Entwicklung jetzt diese Regelungen auslaufen. Wie das juristisch geht, wird man sehen. Für uns ist eher der Punkt, dass wir auch diese Stimmung und auch dieses Bewusstsein, was sich jetzt auch gebildet hat in Anbetracht auch der Dramatik der Situation, die geschildert wird aus den Krankenhäusern, die Berichterstattung gestern über die Vorsorge, die die Landeshauptstadt Dresden mit ihren Krematorien vornimmt, die Berichte über die wirtschaftlichen auch Folgen, beispielsweise in den Unternehmen, Gastronomie beispielsweise mit den Einschränkungen, Öffnungszeiten 20 Uhr, Hotellerie und Ähnliches, dass also diese Berichte und dieses Bewusstsein, was eigentlich nach einer noch stärkeren Reduzierung der Kontakte verlangt, dass man diese Möglichkeiten auch bekommt. Und das wird ein harter Diskussionspunkt in dieser neuen Koalition werden. Da ist noch nicht absehbar, ob das Ganze gelingt. Aus meiner Sicht ist in einer so gewaltigen Naturkatastrophe es notwendig, dass alle Optionen auf dem Tisch liegen. Es ist ja vollkommen klar, dass niemand leichtfertig handelt, dass auch der Wunsch, dass nicht nur Kabinette, sondern auch Landtage, also Parlamente darüber entscheiden, durchaus legitim ist. Aber diese Beschränkung läuft eigentlich dem Wesen einer solchen Krisenbekämpfung zuwider. Wo Michael Deutschmann für die Bild-Zeitung fragt, wo und wie muss Sachsen nach Ihrer Überzeugung bei den geltenden Regeln noch nachjustieren? Ja, wir haben jetzt erst einmal die Situation, dass wir die Regelungen, die wir haben, sicher haben und wir erst wieder handeln können, wenn das Infektionsschutzgesetz uns diese Möglichkeit schafft. Das wird mit Inkrafttreten des Gesetzes zum Ende der kommenden Woche hoffentlich schon oder zu Beginn der Folgewoche der Fall sein. Und dann wird der Blick auf die Fallzahlen deutlich machen, ob ein Handeln und in welchem Umfang notwendig ist. Dem will ich jetzt nicht vorausgreifen. Zum jetzigen Zeitpunkt gilt es, dass wir die Maßnahmen, die wir miteinander vereinbart haben, einhalten, dass jede und jeder sich daran beteiligt. Im Bereich der Wirtschaft habe ich eine große Unterstützung jetzt erfahren. Die Kirchen arbeiten mit, die Kultur ist extrem sensibilisiert und sieht auch, wie sich Öffnungsfenster ergeben können, nämlich durch dieses Absenken der Inzidenzzahlen und dann die Möglichkeit, auf 2G einzuschwenken. Das ist das A und O und wir müssen diese Diskussion führen. Es ist eine gesellschaftliche Realität, dass wir in Sachsen einen großen Teil der Bevölkerung haben, größer als in anderen Ländern, der nicht geimpft ist. Und wir müssen die Kommunikation suchen. Wir müssen da auch deutlich machen, dass eine Pandemie nur endet durch Immunisierung und dass der vernünftigste, klügste Weg das Impfen ist. Und jeder, der da auch mitdiskutiert, ist wichtig, dass wir auf der anderen Seite auch deutlich machen, dass die Beschränkungen, die wir auferlegt haben, einfach zur Bekämpfung dieser gewaltigen Corona-Welle notwendig sind, in der Gastronomie, im Handel, auch in anderen Bereichen der Freizeit. Und dass wir deswegen auf eine sehr ruhige Art der Kontrolle durch Polizei und Ortspolizeibehörden setzen, die aber nachhaltig und konsequent ist, weil sie für unser alle Gesundheit arbeiten und dafür, dass möglichst schnell wieder mehr Optionen im Bereich Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und Sport möglich sind.
Tino Moritz für die Freie Presse fragt, wie lange soll Sachsens nächste Corona-Verordnung gelten? Vielleicht kann ich da noch eine Frage anschließen. Können Sie vielleicht noch mal skizzieren, wie genau Ihr Zeitplan für Sachsen jetzt ist, inklusive der Landtagssitzung am Montag? Was soll das? Was soll das? Das soll am Montag die Feststellung der pandemischen Lage von nationaler Tragweite nicht, aber sondern der pandemischen Lage im Freistaat Sachsen sein. Und das ist auch nach dem Infektionsschutzgesetz notwendig und gibt uns auch die Möglichkeit, dann über die Woche hinaus Entscheidungen zu treffen. Ein ganz wichtiger Punkt und auch wichtig, dass das Parlament das tut. Wir haben ja verfolgt, dass die AfD eigentlich eine Landtagssitzung beantragen wollte. Ich finde, auch da lohnt der Blick sehr genau, was ist dort passiert, warum kam es nicht dazu, was sind die Hintergründe dafür. Ist es so, dass auch dort Menschen, die einen anderen, einen verantwortungsvolleren Blick auf die Situation haben, jetzt sich auch einmal Gehör verschafft haben und hier auch mal ein Stoppzeichen gesetzt haben. Das wäre wichtig, weil Populismus in dieser unverantwortlichen Art und Weise, in dieser Pandemie extrem gefährlich ist. Wir leben in einer Zeit, die die Möglichkeit bietet, über breites wissenschaftliches Wissen zu verfügen. Wir wissen, dass diese Welt komplex ist und deswegen gibt es Institutionen, die wir uns miteinander geschaffen haben, die auch Vertrauen genießen. Dazu gehören die Hochschulen, dazu gehören Institute wie das Paul-Ehrlich-Institut, das Robert-Koch-Institut, die Europäische Arzneimittelbehörde. Das sind die Orte, an denen wissenschaftliche Daten ausgewertet werden, an denen Expertise vorhanden ist. Und der Rat ist der, der uns leiten sollte. Und das ist dass es Parteien gibt, Gruppierungen gibt, Personen gibt, die diese Institutionen diskreditieren, wider besseren Wissens. Das ist etwas, was wir in Amerika das erste Mal gesehen haben, was sich hier auch Bahn gebrochen hat und was nichts mit politischer Diskurs, mit einer politischen Auseinandersetzung, mit einem Wettbewerb um politische Ideen zu tun hat, sondern das ist wirklich etwas, was zerstört, was gefährlich ist, was einen gemeinsamen Geist in dieser Gesellschaft kaputt macht. Und ich erlebe auch in dem Umfeld jetzt außerhalb der Politik, auch bei Persönlichkeiten, die sehr in der Öffentlichkeit stehen, dass sie ihre Haltung ein Stück weit verändern. Vielleicht interpretiere ich es falsch, aber zumindest aus meiner Sicht durchaus so zu verstehen, dass man am Anfang ein Stück weit auf einer Welle mitgesurft ist, sehend, dass es in der Bevölkerung eine Ablehnung gibt gegenüber Tests, gegenüber der Corona-Politik, gegenüber dem Impfen. Und man dann irgendwann gespürt hat, dass man so sehr als Symbolfigur verstanden wird, dass man irgendwann in der Verantwortung ist, wenn man jetzt nicht auch einen klaren Standpunkt bezieht, dass man möglicherweise sich selbst schuldig macht, wenn Menschen sterben, weil sie zu sehr vertrauen auf ein Vorbild, was vielleicht gegen das Impfen oder gegen diese Corona-Politik Position bezieht. Und so ist es vielleicht zu verstehen, dass der eine oder andere jetzt doch ganz bewusst sagt, lassen Sie sich impfen, ich habe mich geimpft und vertrauen Sie nicht auf irgendwelche Wundermittel. Das ist in der Tat so. Über 100 Millionen Menschen auf der Welt haben sich impfen lassen. Die Bundeskanzlerin, der Bundespräsident und viele, viele andere Staats- und Regierungschefs, Wissenschaftler haben sich impfen lassen. Und wir haben diese Institutionen geschaffen und deswegen ist es absolut notwendig. Und wir brauchen diesen Geist, der dieses Land stark gemacht hat. Und den Kräften, die diese Institutionen zerstören wollen, das Vertrauen in Polizei, in Justiz, in Journalismus, in Politik, dem muss man einen Riegel vorschieben. Auch das war heute Thema, die Frage, wie man mit Telegram und ähnlichen Netzwerken durchgeht, die sich verstecken und die keine Verantwortung übernehmen für Hass und Falschinformationen, die da gestreut werden. Das sind alles Themen, die auch bearbeitet werden müssen. Vielen Dank. Ich stelle die Frage nochmal.
Wie lange soll Sachsens neue Corona-Verordnung gelten und können Sie etwas zum Zeitpunkt, zum Zeitplan sagen? Schade, ich fand meine Antwort so schön, aber Sie haben doch gemerkt, dass es nicht die richtige war, zumindest nicht passend auf die Frage. Zeitplan, Feststellung der pandemischen Lage, ganz wichtig für das weitere Arbeiten. Am Dienstag ein erstes Gespräch über die neue Corona-Schutzverordnung. Wir wissen noch nicht, wie weit wir kommen, weil Voraussetzungen für unsere Gespräche ist die Frage, wie der Deutsche Bundestag in seiner Bearbeitung vorangekommen ist. Es gibt zwei Optionen. Das eine die Verlängerung des Status quo. Das zweite ist ein Nachsteuern. Das werden wir am Dienstag sehen und erst dann können wir darüber genau befinden. Da würde ich jetzt mal kurz eine Frage von Kai Kollenberg von der Leipziger Volkszeitung anschließen. Der fragt, ist es richtig, dass Sie Stand jetzt nicht wissen, welche Maßnahmen Sachsen nach dem 12. Dezember überhaupt ergreifen kann? Wir sind überzeugt, dass wir mit dem jetzigen Instrumentenkasten auf jeden Fall weiterarbeiten, also mit den jetzigen Maßnahmen. Das ist extrem unwahrscheinlich, dass bis zum 12. Dezember eine so starke Reduktion der Corona-Zahlen zu erwarten ist, dass man Maßnahmen wegnehmen könnte. Und wir haben aus dem Gespräch auch heute das deutliche Signal gehört, dass die Bundesregierung die Voraussetzung dafür schaffen wird, dass wir diese Instrumente auch weiter zur Verfügung haben. Wenn wir eine Verschlechterung der Situation sehen oder eine Plateaubildung auf einem sehr, sehr hohen Niveau, sag mal, vergleichbar dem heutigen Niveau, dann müssten wir darüber sprechen, ob wir weitere Instrumente hinzunehmen können. Das allerdings setzt voraus, dass der Bundesgesetzgeber diese Option schafft. Und deswegen habe ich gesagt, muss man erst mal warten, was in den Tagen jetzt passiert. Michael Deutschmann für die Bild-Zeitung fragt, ob es Überlegungen gibt, unter anderem geschlossene Fitnessstudios und Sportstätten mit verschärften Maßnahmen wieder zu öffnen, zum Beispiel unter Geltung von 2G+. So schnell wie möglich. Diese Menschen haben alle Einschnitte hingenommen. Sie sind extrem belastet. Sie haben unsere aller Solidarität. Und sobald es die Option dafür gibt, werden wir das tun. Es ist für diese Leute dann immer noch eine große Einschränkung, 2G. Und deswegen ist das auch keine Dauerlösung, aber es ist die Lösung für die kommenden Wochen, solange wir nicht einen großen Teil der Bevölkerung immunisieren konnten. Und Immunisierung bedeutet aus meiner Sicht nicht krank werden, sondern impfen. Das ist allerdings nichts, was wir in den nächsten Wochen sehen, sondern die Zahl der Infektionen, die tagtäglich stattfinden, muss auf ein mittleres, dreistelliges Niveau heruntergebracht werden. Das ist deutlich mehr als der Faktor 10 weniger im Vergleich zu heute. Dann können wir über so etwas sprechen. Alexander Moritz für den Deutschlandfunk fragt, könnten die nächtlichen Ausgangssperren in Hochinzidenzgebieten auch nach dem 15.12. weitergeführt werden? Zum Status quo ja. Das ist, wenn die Bundesregierung die Möglichkeit schafft, dass die Maßnahmen der Länder weiterhin gelten können, die sie beschlossen haben, vor dem 24. November ja. Das ist das Ergebnis des heutigen Gesprächs, dass das so sein soll. Es folgt dem Geist, dass gerade in den Regionen, in den Bundesländern, die stark betroffen sind, niemand möchte, dass die Arbeit noch schwerer gemacht wird und dass wir Steine in den Weg gelegt bekommen, möglichst schnell von dem Infektionsgeschehen herunterzukommen, um beispielsweise Fitnessstudios und Theater und körpernahe Dienstleistungen wieder zu ermöglichen. Stefan Locke für die FAZ fragt, Sie sprachen von Problemen verursacht durch die Ampelkoalition. Welche sind das? Wo hakt es? Und was ist deshalb nicht möglich für die Länder? Ja, einmal haben wir natürlich nicht vergessen, dass wir am U&B-Tag 20 Uhr erst die Möglichkeit bekommen haben, über diese Notlösung einer Ausnahmeregelung, die dann verlängert wird, also alles, was bis zum 24. November beschlossen worden ist, verlängert bis zum 15. zu arbeiten. Das haben wir beherzt ergriffen und 2 Tage später unsere Corona-Schutzverordnung beschlossen. Wir
erleben in der Diskussion, kann das ja auch nur wiedergeben, bin ja persönlich nicht dabei, dass es aber extrem umstritten ist, dass diese Regelung auch fortgesetzt werden kann. Und es ist natürlich am Ende trotzdem immer noch eine Notlösung und ein extrem ungewöhnliches Verfahren, dass man nicht ein Infektionsschutzgesetz beschließt, was die Instrumente, die Möglichkeiten schafft, sondern dass man über eine Notlösung agiert, dass Ausnahmeregelungen, die vor einem Tag X beschlossen werden, dann verlängert werden, um da die Sache zu befrieden. Das ist etwas, was deutlich zeigt, wie viel Konfliktstoff dort vorhanden ist. Der Streit oder die Diskussion ging jetzt um ganz konkrete Dinge, Ausgangsbeschränkungen, Schulen, Gastronomie, Handel, in welcher Form da im Infektionsschutzgesetz diese Möglichkeiten der Beschränkung vorgenommen werden kann. Und man merkt eben, dass man versucht, über eine Brücke zu agieren, dass die Corona-Verordnungen, die Notfallverordnungen, die vor dem 24. November erlassen worden sind, dann eben einfach fortgesetzt werden können, damit man diese Diskussion nicht führen kann. Das führt bei den Bundesländern, die derzeit steigende Inzidenzen haben, natürlich zu der Diskussion, dass sie vor dem 24. November nicht so wie der Freistaat Sachsen sehr hart und sehr konsequent eine Corona-Verordnung erlassen haben, sondern damals aufgrund der Situation diese Notwendigkeit nicht gesehen haben. Jetzt die Notwendigkeit steigt und die Diskussion war eben vorhin gerade auch da, dass da viel Begehr ist, jetzt auch Instrumente in die Hand zu bekommen, um nicht bei einer extremen Zunahme, und man muss ja sagen, wir sind ja jetzt diejenigen, die auch gesehen haben, wie sich innerhalb von wenigen Wochen die Situation dramatisch zuspitzen kann, weil das Infektionsgeschehen, die Dynamik so groß ist, weil die Ansteckungswahrscheinlichkeit so hoch ist mit der Delta-Variante, dass man dann wieder zu solchen Sitzungen kommen muss und innerhalb von wenigen Tagen der Bundesgesetzgeber ein Bundesgesetz ändern muss. Wir sind dann auch in der Weihnachtszeit, wir sind über den Jahreswechsel, kann der Bundestag dann zusammentreten, um dann einem anderen Bundesland, westdeutschen Bundesland mit einer heutig sehr niedrigen Inzidenz diese Möglichkeiten zu schaffen. Das ist jetzt die Diskussion, glaube ich, die heute und in den nächsten Tagen im Deutschen Bundestag laufen wird. Michael Deutschmann für die Bild-Zeitung fragt, Ihr bayerischer MP-Kollege Markus Söder plädiert für eine Impfpflicht für Kinder ab 12 Jahre. Wie ist Ihre Position? Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam mit den Kinderärzten in Sachsen eine freundliche und hoffnungsvolle Ansprache aller Eltern organisieren, dass die Kinderärztinnen und Kinderärzte, und ich habe keinen Zweifel daran, dass es genauso passieren wird, sich jetzt gemeinsam mit uns aufmachen, diese große Aufgabe annehmen, den Eltern und den Kindern die Möglichkeit zu geben, schnell eine Impfung in Anspruch zu nehmen. Das ist natürlich bei der großen Anzahl, um die es geht, wirklich auch eine Herkulesaufgabe. Aber viele warten darauf, viele Kinder, viele Eltern. Es ist etwas, was uns dann Sicherheit gibt und worauf wir auch warten und worauf wir uns auch freuen. Und das ist in dieser Frage, glaube ich, das Instrument, was man anwenden sollte. Impfpflicht ist insgesamt schwierig. Bei Kindern ist es besonders schwierig. Und ich würde jetzt erst einmal den Weg gehen der Ansprache, dass wir die Strukturen schaffen dafür, dass wir dann beginnen damit. Und dann werden wir hinten raus sehen, wie viele nehmen das in Anspruch, wie groß ist das Delta nach einigen Wochen, die das nicht in Anspruch nehmen, wie entwickelt sich Corona auch gerade in der sehr jungen Altersgruppe. Und davon würde ich das abhängig machen. Es ist ja heute beschlossen worden, dass man den Bundestag bittet und auch die Ethikkommission bittet, den Ethikrat bittet, eine Empfehlung vorzunehmen zum Thema Impfpflicht. Und das ist aus meiner Sicht auch richtig. Das ist etwas, was man nicht holter die Polter machen kann, sondern was am Ende auch einen gewissen gesellschaftlichen Konsens braucht. Und der eine oder andere erinnert sich an meine Worte, dass es keinen Zwang gibt.
wird also niemand kommen und jemanden gegen seinen Willen eine Nadel in den Arm stechen. Deswegen gibt es keinen Impfzwang. Eine Impfpflicht ist etwas anderes, ist etwas, was Bußgeld bewährt ist. Österreich führt es ein zum 1. Februar. Das ist auch eine schwierige Entscheidung, die man treffen muss, die sehr davon abhängt, wie eine Gesellschaft den Nutzen einer Impfung sieht und die Risiken einer Impfung sieht. Und wir haben jetzt ein Jahr Erfahrung knapp mit diesem Impfstoff. Wir sehen, dass es nahezu keine Nebenwirkung gibt. Wir sehen, dass es Impfdurchbrüche gibt, bei denen der Impfschutz nachlässt. Also man braucht dann auch die Drittimpfung. Wir sehen in den Krankenhäusern vor allen Dingen Menschen, die nicht geimpft sind mit den schweren Verläufen. Und wir sehen vor allen Dingen alle, und das kann nun wirklich überhaupt niemand mehr leugnen, die enormen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Folgen eines Lockdowns, der die Folge ist, eines weiteren pandemischen Ausbruchs, weil eben zu wenig Menschen geimpft sind. Und deswegen stellt sich diese Frage heute anders als vielleicht vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr. Und sie wird durch einen Gruppenantrag im Deutschen Bundestag, also wirklich einer Abgeordneten, die sich zusammentun, die verschiedene Regelungen, verschiedene Breiten auch abbilden, am Ende entschieden werden. Und das ist für diese Frage der absolut richtige Weg. Nur als Orientierung, wir haben noch 6 Fragen. Ich habe nämlich das Zeichen gekriegt, dass der Ministerpräsident nach Berlin muss. Zu den Weihnachtsferien. Tino Moritz von der Freien Presse. Am Dienstag sprachen Sie von 2 Denkschulen, was das Vorziehen der Weihnachtsferien betrifft und wollten Eltern und Lehrern bald Planungssicherheit geben. War ein einheitliches Vorgehen Thema in der MPK? Nein, es ist bei dem Status, den Sie da zitieren, geblieben. Da gibt es keine Vereinbarung. Dann fragt Michael Deutschmann noch mal konkret nach Stand heute. Bleiben die sächsischen Schulen bis zum regulären Weihnachtsferienbeginn offen? Da will ich Sie verweisen auf die Antwort, die ich davor gegeben habe. Zum jetzigen Punkt haben wir da noch keine Entscheidung getroffen. Danke. Bei den Demonstrationen gegen die Corona-Politik wird die Begrenzung auf 10 Personen nicht durchgesetzt. Sie kennen die Kritik der Koalitionspartner daran. Wie stehen Sie dazu? Ich teile die. Wo immer es geht, muss es durchgesetzt werden. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass wir erleben werden ein Katz-und-Maus-Spiel. Und wir haben 14.000 Polizisten, die können nicht zu jeder Zeit an jedem Ort sein. Aber der Wille ist vorhanden, geltendes Recht durchzusetzen. Das leisten die Beamtinnen und Beamten in einer wirklich aufopferungsvollen Arbeit. Mir ist das auch wichtig und ich will den Kollegen da auch wirklich den Rücken stärken. Demonstrationen, seine Meinung zu sagen, auch zu sagen, was den Leuten an mir nicht gefällt und in der Politik ist, gehört zu einer Demokratie dazu. Aber in einer so großen pandemischen Lage, mit einer solchen Überforderung des Gesundheitssystems, muss man durchsetzen, dass es nicht zu diesen Ansammlungen von Menschen kommt. Und deswegen gibt es Bußgelder für Leute, die sich nicht daran halten. Und das betreiben wir mit einer großen Intensität, wie auch die Durchsetzung der 2G-Regeln beispielsweise in der Gastronomie oder im Handel oder in anderen Bereichen. Regelmäßig finden dazu auch Rücksprachen statt, Analysen, was kann man besser machen, was läuft in welcher Region gut, in welcher nicht so sehr. Es gibt Schwerpunkteinsätze, auch in gewissen Ortschaften, weil auch an gewissen Orten jetzt mal gezeigt werden muss, hier ist jetzt mal Schluss. Dann bedeutet das, diese Schwerpunktsetzung, dass an einer anderen Stelle möglicherweise auch mal weniger Personal da ist. Aber der Wille und die Kraft, diese Dinge durchzusetzen, der ist vorhanden. Dass das nie zu 100% gelingt, ist Ihnen, glaube ich, auch bewusst. Aber es gibt da keine Abstriche oder auch nur im Ansatz irgendwie das Gefühl, ja, das ist nur zweitwichtig. Nein, uns ist das extrem wichtig.
Guter Deko fragt dazu, wurden Sie in der MP-Runde auf die Bilder der Spaziergänger in Anführungszeichen in Sachsen angesprochen und war der Umgang der Polizei damit Thema? Nein, das war kein Thema. Es ist, glaube ich, wenn wir mit den Kollegen in anderen Bundesländern sprechen, einmal die Situation so, dass auch andere schon einmal in der Situation war, dass sie extrem hohe Zahlen haben, dass man miteinander kollegial überlegt, welche Maßnahmen sind notwendig und welche nicht, dass man sehr genau sieht, wie dieser kleine Freistaat Sachsen als erstes Land 2G beschlossen hat, als erstes Land beschlossen hat, hier auch die Fußballstadien ohne Fans und, wie wir vorangegangen sind und wie wir auf der anderen Seite früher solidarisch gewesen sind mit Patienten aus Bergamo, wie heute uns geholfen wird. Das ist vollkommen klar und so muss das auch sein. Tino Moritz für die Freie Presse fragt, was genau meinten Sie damit, dass Sie von der Wirtschaft große Unterstützung erfahren hätten? Den Appell von IHK und HWK zum Impfen von heute oder doch noch etwas deutlich weitgehenderes? Ja, wir haben miteinander gesprochen und haben auch dann gemeinsames Verständnis. Die Präsidenten sind halt auch in großer Sorge. Sie sehen die Belastung der Unternehmen mit Corona-Fällen, mit Mitarbeitern, die in Quarantäne sind. Sie sehen die Sorge, dass das wirtschaftliche Arbeiten erschwert wird durch immer wieder neue Ausbrüche. Sie sehen bei ihren Kollegen, die von Schließung betroffen sind. Und deswegen, der gemeinsame Wunsch, dass sich alle an die Regeln halten, dass sich viel, viel, viel mehr Menschen impfen, dass die, die sich nicht geimpft haben, jetzt für sich auch verstehen, diese Entscheidung bedeutet auf der anderen Seite eben wirklich auch konsequent auf Eigenschutz und auf Schutz von anderen zu setzen, indem man sich zurücknimmt, Mund- und Nasenschutz, Abstand hält, Kontakte vermeidet, dass es vor allen Dingen auch das private Umfeld ist, in dem die Infektionen stattfinden. Und das ist schon auch in der Kommunikation, und da gibt es ja viele Initiativen, auch aus Chemnitz heraus, eigene Plakate, die aufgehangen werden, die an die Mitgliedsunternehmen gebracht werden. Das ist auch wichtig so. Das ist dort der Fall, das ist bei den Kirchen der Fall, es ist bei der Kunst, bei der Kultur der Fall. Ich könnte das die Liste weitermachen. Wir werden morgen ein Gespräch haben, noch einmal mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in Sachsen und uns da gemeinsam verständigen, wie wir da auch jetzt nochmal gemeinsam auftreten, was wir gemeinsam noch tun können. Das ist eine gemeinsame Aufgabe und wo immer es geht, müssen wir diesen Schulterschluss auch organisieren und das Miteinander suchen. Andreas Debski fragt noch mal nach, ob er es richtig verstanden hat, dass es eine Einigung gibt, die Kultureinrichtungen bis mindestens 9. Januar geschlossen zu halten. Welche Einrichtungen würde dies betreffen? Ja, wenn Sie noch mal mit Barbara Klepsch und den Kollegen sprechen, damit Sie es richtig präzise haben. Aber es gibt eine Verständigung, dass die Theater, die Bühnen bis zum 9.1. jetzt geschlossen bleiben. Und das, muss ich Ihnen sagen, hat mich auch sehr bewegt. Ich habe es in dem vergangenen Jahr auch schon einmal so erlebt, wie diese Kollegen das sehr mit großer Ernsthaftigkeit gesehen haben, die Probleme. Natürlich auf der anderen Seite uns auch vermittelt haben, dass gerade bei diesem Schauspielbereich, Oper, Operette, es einen großen Vorlauf braucht, dass das große Institutionen sind, die arbeiten sollen. Und dass auf der anderen Seite aber auch da so viel auch Existenz dranhängt, so viel auch Menschen, die unmittelbar jetzt auch dann betroffen sind, das hat mich schon sehr beeindruckt. Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, wir wollen zügig dazu kommen, dass da die Möglichkeit wieder da ist zu spielen, auch wenn das mit Einschränkungen passieren wird. Dann habe ich noch zwei Fragen zum weiteren Vorgehen oder beziehungsweise zu den Plänen. Tino Moritz für die FP fragt, warum hat Sachsen die aktuelle Verordnung nicht von Anfang an bis zum 15. Dezember statt nur bis zum 12. Dezember befristet? Was gilt, wenn der Bundestag erst am 12., 13. Dezember tagt und die Infektionsschutzgesetznovelle erst ab 15., 16. gilt? Dann wird die jetzige Novelle verlängert. Gibt es ein Gutachten aus dem
Bundesjustizministerium, dass dies möglich ist. Das werden wir dann auch tun. Es ist die Überlegung gewesen, dass wir sehr schnell aus der Situation dieser Notüberbrückungsvariante hinauskommen zu einer regelkonformen und ja eigentlich auch üblichen Art, dass die Dinge im Infektionsschutz geregelt werden, Infektionsschutzgesetz geregelt werden. Das ist jetzt alles in Arbeit und ich hoffe, dass wir da auch zu einem Ergebnis kommen bald. Kai Kollenberg für die LVZ fragt noch, Sie haben in den vergangenen Tagen massiv dafür geworben, dass Sachsen im Zweifelsfall einen harten Lockdown verhängen können muss. Warum haben Sie die anderen Länder nicht überzeugt? Das will ich nicht sagen, dass ich Sie nicht überzeugt habe. Soweit sind wir noch nicht. Die anderen Länder sind alle der Meinung, dass der Freistaat Sachsen, Bayern, Thüringen, die besonders betroffen sind und die irgendwie auf dem Weg sind, so eine Betroffenheit möglicherweise zu bekommen, alle Instrumente erhalten, um diese Pandemie wirksam zu bekämpfen. Und deswegen wird jetzt auch, beginnend jetzt, im Deutschen Bundestag darüber gesprochen, wie das Ganze aussehen kann, wie die Verordnungen, die vor dem 24. besprochen worden sind, verlängert werden, wie sie auch noch einmal nachgeschärft werden können. Das ist offensichtlich so ein Stück weit die Brücke, die man braucht, um Koalitionspartner in Berlin davon zu bewegen, die nicht bereit sind, diesen Geist, diese Überlegung in das Infektionsschutzgesetz per se aufzunehmen. Und deswegen, glaube ich, sind wir schon, da haben wir viel Verständnis erworben. Und ich meine, die Situation hat sich auch da alleine innerhalb von einer Woche schon wieder in einigen Ländern so verändert, dass sie auch das Gefühl haben, es könnte etwas sein, über das gerade gesprochen wird, was sie möglicherweise in einigen Wochen ganz persönlich selbst betrifft. Vielen Dank. Weitere Fragen kann ich nicht erkennen. Ich danke Ihnen, dass Sie Zeit gefunden haben. Schönen Tag noch.